dann fangen wir jetzt an. So, Jungs, herzlich willkommen, Bildungselite, herzlich willkommen, Massekonferenz. Heute mal richtig mit dem massigen Mr. M. Mike sollte eigentlich gleich noch dazu kommen, wenn er nicht verpennt hat. Dwayne kommt ein bisschen später, hat er gerade geschrieben, aber wir fangen jetzt mal an. Jungs, schön, dass ihr da seid. Steve, schön, dass du dabei bist. Ich glaube, wir haben heute eine Menge zu besprechen, aber erstmal will ich natürlich wie immer wissen, wie es euch geht. Und ich fange immer bei unseren Gästen an. Steve, wie ist die Lage bei dir? Wie geht's dir gerade? Nee, ist gut, gut, gut so weiter. Alles gut. Sehr gut. Okay, dann können wir auch weitermachen. Ich könnte noch weitermachen. Nee, Noch weitermachen. was geht gerade bei dir ab? Wie ist die Lage? Was treibst du so? Naja, sportlich bin ich wieder gut im Gange. So. Habe jetzt auch wieder ein bisschen Gewicht zugelegt und ja, klappt das gut jetzt. Bin ich in der Aufbauphase, habe jetzt auch wieder so ein bisschen TRT-mäßig da gestartet. Ja. Und nach 10 Monaten da das ballert. Ja. Wie fühlt sich das Das. an, vom Naturalstatus wieder auf TRT zu gehen? Ja, geil. So, wie jungfräulich. Wie jungfräulich, so ein bisschen sehe ich. Ja. Ja, schon. Merkst du gleich. Gleich Wumms. Gleich mehr Volumen. Mehr im Training merkst du gleich. Ja. Gleich schon. Macht Oberarm gleich das 1 Zentimeter mehr. In einer Woche. In echt? einer Woche. Kein Scheiß, ja. Ja, Misst du die jede klassisches. Woche? Jede Woche. Nee, Das aber ich hab mal so jetzt auch Spaß so den Scheiß gemacht, so vorher so, und dann habe ich den mal getestet. So. Ja. ja. Macht Aber es das ist halt erstmal was? Wasser alles, ne? Ich meine, du hattest ja auch wegen deiner Psyche so ein bisschen da Abstand zu gewonnen. Macht das was mit deiner Psyche, wenn du jetzt wieder einsteigst? Ja, oder wie gesagt, es war ja nicht so, mehr, sag ich immer, das war ja nicht die Psyche, es war ja mehr oder weniger dieses Antriebslose, was mich so niedergemacht hat. Hallo Mike. Was Hallo. mich so niedergestreckt hat, dieses Antriebslose, also dass man im Grunde zu nichts Lust hatte oder so, zu nichts fähig war. Ja. Kein Antrieb zum Nichts, so, das war ja das Problem so. Ich denke mal, da haben wir bestimmt auch andere Sachen mit reingespielt, nicht nur der eine Faktor, oder? 100%, ja. Ja. Ja, Martin, du hast ja letztens auch schon irgendwie sowas hier war. Der ging es ja auch eine Weile nicht. So. Ja. Ja, ist auf dem Weg der Besserung, aber ist auch noch nicht bei 100%. Also es gibt trotzdem noch Tage, wo es gibt gute Tage, sage ich mal, und es gibt schlechte Tage. Es gibt Ja, aber Tage, du hattest, wie genau war das, also bei dir war das aber, so, wie genau war das bei dir denn? Wie kann man das da. beschreiben? Ich habe, also es Wenn du waren, in einem Podcast gesehen hattest du gesagt, das war die schlimmste Zeit deines Lebens. ja, Zwangsgedanken waren es bei mir. Also ich habe mir dauernd, zum Beispiel, habe mich dauernd auf meine Atmung konzentriert und konnte nicht Okay. aufhören, mich darauf zu konzentrieren. Habe mich richtig reingesteigert und dachte, ich komme nie wieder von diesem Gedanken weg, daran zu denken. Das klingt total bescheuert, aber wenn man da mal drin ist und gefangen ist, das ist übel. Wenn du die ganze 24/7 nur an irgendwas denkst oder die ganze Zeit an Schlucken denkst, dass du schlucken musst. Und ich weiß auch nicht warum. Na, es ist einfach psychisch gewesen. Und jetzt medikamentös. Ich bin Was kennst ja. du sonst zur Pornodarstellerin? Was meinst Was kennst du sonst zur Pornodarstellerin? du? Kein was? Die Dass sie dauernd dran denken ganze müssen Zeit zu an Schlucken. Die schlucken, ganze Zeit an Schlucken denkt. Alter. Ja. Ja, aber ja, ja, wie gesagt, aber das ist wirklich, ne? Das ist ja wirklich dann, wie du sagst, du steigst nicht da rein, dann, also dann, das ist ja wirklich dann psychisch so mäßig so. Ja, wirklich, wie Ne? so Panik und Warte Angst. mich. Die Angst die ganze Zeit, Ja, sowas. obwohl Ja. Sowas es hat halt nicht, keinen also Grund gibt, Angst zu sowas hatte ich ja haben. gar nicht. Also so war es ja nicht bei mir. Bei dir war es einfach so wie so ein Loch, wo du nicht rauskommst, so quasi. Einfach so antriebslos Einfach ohne nur raus. Ende. Keine Freude mehr. Ich glaube, Kevin hat es auch schon mal in so einem anderen Podcast, hat er auch sowas erzählt von Leuten, dass er sowas kennt, dass sie also keine Freude mehr empfindest und so zu Dingen, die dir Spaß machen, gar nichts mehr. So Das war ist bei dann mir in der eine Depression einfach, was du hattest. Bitte? Das ist bei dir dann so eine Depression. So war das bei mir irgendwie. Also ich hatte keinen Spaß mehr am Training, habe keinen Antrieb mehr gehabt auf Training und habe trainiert und habe 2 Sätze gemacht und habe nach 2 Sätzen gedacht, ich hätte 5 Stunden trainiert oder so. Vom Lustgefühl so. Habe keinen Bock mehr gehabt, weiterzumachen. Wollte einfach nach Hause dann. Aber wurdest du medikamentös eingestellt? Nee, das war ja nachher dann, wo ich da kurz da
da in dieser Klinik da kurz mich aufgehalten hat. Da haben die mir das sehr empfohlen. Dann wollte ich ja mehr essen. Und dann habe ich gemacht. Irgendwie hängst du gerade. Ja, Steve, du hängst gerade leider. Habe ich ja so ein Begrüßen wir schon mal Dwayne. Hallo Dwayne. Hi. Hört Servus. ihr mich gut? Ja, ich höre dich gut. Nur Steve hängt gerade Oh, so ich ein kann bisschen. ich na, nicht Steve hat aber schon Citalopram, ein. sondern das andere Ding da. Du meinst Auch Benadryl. Serotonin auf Oh. hängt er? Ja, er hängt. Häng Ich ich. esse. Ja, du hängst, Steve. Aber Steve hat auch schon am Anfang gesagt, dass er leider kein WLAN hat und er über 3G drin sein muss. Und wahrscheinlich ist das jetzt die Quittung. Vielleicht kommt er gleich wieder zu uns. Ja, er geht jetzt kurz raus. Würde ich gleich einfach mal weitergehen und fragen, wie es euch geht. Aber ganz kurz vor, bevor ich es vergesse, muss ich Wieder. noch eine Sache loswerden. Und zwar im letzten Podcast hat Luca sich im Eifer des Gefechts ein wenig unter der Gürtellinie zu Ryan Johnson geäußert. Und ich möchte mich jetzt nicht für Luca rechtfertigen oder alles. Der Junge ist jung, der kann machen, was er will, der kann sagen, was er will, auch wenn er sicherlich vielleicht unüberlegt war in dem Moment. Aber ich selber habe mich sehr danach geärgert, dass ich nicht was gesagt habe in dem Moment. Und ich habe mich tatsächlich auch bei Ryan gemeldet und ich bin ihm entschuldigt dafür. Und Ryan hat das sehr, sehr professionell aufgegriffen und hat gesagt, alles gut. Aber ich wollte das hier nochmal klarstellen, dass ich sowas eigentlich nicht im Podcast haben möchte. Und nächstes Mal werde ich definitiv auch was sagen. Ich war in dem Moment nur einfach ultra perplex von der Wortwahl und habe das einfach in dem Moment weggelächelt. Entschuldigung, Ryan, hier in allererster Linie. Wirklich Entschuldigung. Fand es cool, wie du darauf reagiert hast. Aber das wollte ich nochmal klargestellt haben, ne, dass das eigentlich hier nicht hingehört. So, Mike lockt sich jetzt aus, weil er keinen Bock mehr hat auf den Podcast. Ja, er dachte, hier gehört gepöbelt. Ja, Ja. weil Luca war ja auch ein bisschen emotional, weil er halt oder war Total. angepisst, weil er da so diese, sag ich mal, die Kritik ins Gesicht gekriegt hat, obwohl er da gewonnen hat. Und ein bisschen kann ich es nachvollziehen. Er kannte ihn vor allem jetzt nicht. Also, ich glaube, er wusste jetzt nicht, dass er irgendwie da in der Szene drin ist oder sowas. Er dachte wahrscheinlich, das wäre jemand, der gar keine Ja. Ahnung von Bodybuilding hat oder sowas. Hat Also, Ryan von auch so Grund. gesagt. Ryan hat gesagt, das ist ein junger Mann, der wäre emotional, der ist 22, das ist schon alles okay, aber ja, manche Begriffe muss man sich ja doch nicht gefallen lassen. Und da Ja, hat so Ryan ja auch recht. ein, zwei schlimme Beleidigungen waren schon Ja, genau. dabei. Also, Ryan, wir entschuldigen uns hier an dieser Stelle und danke, dass du damit so cool umgegangen bist. So, Steve, bist du wieder da? Geht wieder? Ja, hört mich, seht ihr mich? Wir Ja. sehen dich, wir hören dich. Mag ich, Perfekt. ja. Ja, Ja, bin wieder Martin. da. Ja, aber ich Martin, habe du das hast gar aber nicht gesagt, mitbekommen. dir Ich habe das gar geht's. nicht mitbekommen. Was? Bitte? Das habe ich gar nicht mitbekommen, was du da meintest. Aber gut, okay. Wollen wir auch unter den Tisch jetzt kehren, denn? Können wir, genau. Also, alle, die es wissen wollen, haben sich sicherlich die Folge davor angeguckt. Martin, der Steve hatte gerade schon mit dir darüber gesprochen, wie es dir geht. Wie geht's dir denn jetzt in Alicante, genau? Mir geht es gerade besser, definitiv. Also Alicante ist auf jeden Fall schöner als Deutschland. Und wir sind hier direkt, Apartment ist direkt am Strand. Na, und hier ist halt den ganzen Tag auch Action. Du kannst die ganze Zeit draußen rumlaufen, da sind lauter Stände, lauter Essensrestaurants und sowas. Es ist die ganze Zeit 28 bis 30 Grad. Also du läufst die ganze Zeit in kurzen Klamotten rum. Alles leicht bekleidet. So. Also Das gefällt dir, klar. ne? Na, ich selber auch. Also ich laufe dann hier oben ohne rum zum Beispiel und Unten ohne. du wirst halt permanent angeschaut, angegeiert so. Und das ist schon cool. Das gefällt dir auch. Ja, aber du wirst halt anders angeschaut als in Deutschland. In Deutschland, da läufst du mit dem Tanktop rum und die schauen dich so an, als hättest du eine Behinderung. Ja, ich werde von Typen hauptsächlich angegeiert, als mehr von Typen als von Frauen. Ja, aber jedenfalls. Das passt zu deiner Polizeiuniform. Ja, genau. Ja, Die hab ich leider nicht dabei. Ja, aber ist cool. Also wie gesagt, wir sind jetzt noch 2 Wochen hier, weil die Empro noch ist. Genau. Vielleicht sieht man ja den einen oder anderen von euch. Ich weiß nicht, ob jemand von euch da ist. Nee. komme noch nach, vielleicht, ja. Okay. Ja, ist ja viele deutsche Beteiligung da. Justins Pro-Debüt und sowas. Deshalb bin ich da extrem gespannt drauf. Auch mal Michael Kritzo und so live zu sehen. Ja. Das ist ja jetzt für dich der erste Urlaub gefühlt. Ja. Jetzt bist du mal draußen und dir gefällt's.
Du bist ja selbstständig und kannst ja im Prinzip auch von überall aus arbeiten. Wäre das nicht mal für dich irgendwie was, dass man so ein paar Monate im Jahr, gerade in dunklen Jahreszeit, vielleicht mal auch im Ausland her arbeitet? Theoretisch wäre es kein Problem. Also finanziell wäre es auch kein Problem. Muss halt meine Frau mitziehen, ne? Ja, klar. Aber von mir aus gerne, ja. Ich meine, Mike, du warst ja auch gerade in Thailand. Wäre eine Möglichkeit, wenn man irgendwie von Remote aus arbeiten kann, oder? Wie hat es Ich dir habe auch gefallen? Wie hat das dir Thailand gefallen, Alter? sehr schön, sehr heiß. Also es war wirklich heiß. Ich glaube, die gefühlte Temperatur war bei 47 Grad gewesen. Phuket selber, mega schön. Bangkok, der letzte Rotz. Also alles, was Großstadt ist, ist scheiße. Da stinkt's, da ist es dreckig. Das sind Millionen, ich glaube, was wohnen da? 12 Millionen Menschen oder sowas, keine Ahnung. Also mega überfüllt. Das Nachtleben ist scheiße. War alles voll Prostitution und Europäer, die voll besoffen sind. Irgendwelche Ping-Pong-Dinger, wo sich die Weiber Ping-Pong-Dinger da in die Möse stecken und wegschießen und kannst du gegen Geld Mösen rasieren und gucken, wie die Kippe unten rumrauchen und so mega kranke Shows. Also Bangkok ist nichts für mich, ist es vielleicht für einen 17 oder für einen 18, 19, 20-Jährigen was, der da mit seinen Kumpels weggeht nur. Aber Phuket, so die Natur und das Wetter und das Feeling ist schon geil. Allerdings glaube ich, bisschen anstrengend, wenn man jetzt 153 Kilo wiegt in der Off-Season und da die ganze Zeit unterwegs ist. Ich glaube, da gibt es schönere Orte, die das ganze Jahr über 20 bis 30 Grad haben, wie Spanien, Portugal oder halt, ja, also gerade die spanischen Inseln so, ne? Steve, wie hat dir damals Thailand gefallen? Ich meine, den Thailand Reporter ist ja legendär. Mir ist gut gefallen, aber ich habe nicht gesehen, also ich bin jetzt ganz, wie war das, unten mit der Möse geraucht? Da ist es mega lustig. Das ist mir Warte, sind entgangen. 10, komm, wir haben gerade 10 Minuten um bei Das ist mir. mir Also entgangen. ist die Monetarisierung safe. Da gibt es so eine Liste. So eine DIN A4-Liste, da rennen die halt überall mit rum. Und dann steht, also ist der Anfangsbegriff immer Pussy. Und dann steht so Pussy, 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 Pussy. Also komplett so 20 Begriffe Pussy. Und dann steht immer Pussy Smoking, Pussy Shaving, Pussy Ping Pong, Pussy das, bla, alles Mögliche. Und dann habe ich mal Interesse halber gegoogelt. Interesse Ja. aber. Ja, und dann hat mir noch ein Follower auf Instagram, seinen Namen sage ich jetzt nicht, gesagt, dass es noch ekligere Orte gibt in Thailand, wo sich Frauen lebende Tiere unten reinschieben und so ein Scheiß. Also so, die Moral und die Menschlichkeit ist dort. Weißt du, ich will ja mal nichts so zu sagen, ne, aber wenn diese Welt irgendwann zu Ende und zugrunde geht, dann sind wir alle selber schuld. Wir haben uns einfach selbst gebumst und wenn Gott oder irgendjemand oder die Natur einmal so macht und wir sind alle weg, dann war es hundertprozentig verdient. Ja. Auch erschreckend, wie viele junge Thai-Frauen man da mit älteren Europäern sieht, ne? Vor allem Ja. Deutsche, vor allem Deutsche. Du warst ja auch mal so im Massagesalon. Wurde dir das auch angeboten? Nein, wir waren im Massagesalon, wo Felix Klotz 34, falls das, ich glaube, der hört die Konferenz ja auch ziemlich oft, habe ich gesehen, liebe Grüße an ihn, zu einem Massagesalon gegangen, den er mir empfohlen hat. Und das war alles dort normal. Ich war mit meiner Freundin da. Und ich habe zwei Thai-Frauen gehabt, die auf mir rumgesprungen sind, weil in einer Stunde haben die nicht meinen Körper durchgeknetet gekriegt, haben die halt zu zweit drauf gejumpt. Die eine ständig auf dem Bein und die andere halt auf dem Oberkörper. Und mega günstig, ne? Du zahlst für eine Massage 1 Stunde 10 Euro. Wir waren jeden Das war Tag da. teuer geworden. Ich hätte damals Doppelt fünf so. bezahlt. Genau, Krass. ja, jetzt ein bisschen mehr. Ja. Heftig. Bei mir war es halt auch so, sobald ich alleine da war, wurde es mir angeboten. Sobald ich mit einer Freundin da war, alles entspannt. Also ich habe immer eine Massage bekommen, aber sobald ich irgendwie mal alleine da war, weil meine Freundin gerade beim Friseur war oder so, wurde direkt angeboten, ob ich noch eine extra Leistung haben möchte danach. Okay. Ja, da gab es eher so ältere Frauen, ne? Es gab da Ja, auch Massagesalons, sagst du die. das? Ach so, okay. Auch Also die. bei den anderen Was hast du gesagt? Massagesalons hat man das direkt gesehen, ne? Ja. Also, dass da um was anderes geht. Aber ich wäre nochmal für einen Trip zu haben, allerdings Woran hat dann. man das gesehen? Was? Woran hat man das gesehen? Ja, wie die Weiber da saßen, ne? Geschminkt mit kurzen Klamotten da. Da waren die alle normal angezogen, ne? Also mit so Massagekleidung. Also so wie halt, was weiß ich, wie eine Krankenpflegerin oder so oder wie auch immer. So ein bisschen. Ich wäre also privat würde ich jetzt nicht nochmal mit meiner Freundin dahin fliegen, aber Alleine. so mit Steve, so oder so, habe ich schon zu Steve auch gesagt, so trainieren, essen, rumreisen, Scheiße machen, so. Also da wäre ich auf jeden Fall dabei. Steve, bist du dabei? Kann man machen, kann man mal planen in Zukunft. Haben wir ja letztens schon gesagt, so.
Ja, Eine geile gute, Scheiße. sehr gute Sache auf jeden Fall. Da würde ich mich drauf freuen. Gut, Mike, bevor wir gleich zu den aktuellen Themen vielleicht noch kommen, wenn du drüber sprechen magst, kannst du schon mal überlegen, würde ich gerne mal Dwayne und Kevin fragen, was bei denen so geht. Dwayne, wie geht's dir? Du warst auch viel unterwegs in letzter Zeit. Ja, richtig. Ich war jetzt in Warschau, ne? Beim Wettkampf. Da habe ich Wir haben uns ja gesehen. Steve, Wir haben uns Mike, ich gesehen, habe ja Dwayne. sehr viele gesehen. Bitte? Dwayne ist groß. Er ist größer als ich, habe ich gesehen. Das klopft ja. So ein Viel größer Schwein als erstmal ich. nicht, ne? Das sieht man hier Und nur, jetzt das sieht man gar nicht. 1,87,1,87. ja. Ja. Was hast du gedacht, wie Genau. groß ich Ich bin? bin ja nicht so groß. Nicht so groß und nicht so massiv, habe ich gedacht. Das freut mich, das freut mich. Ja, nee, Warschau hat Spaß gemacht, hat mir nur für die Leute oder für die Frauen leid getan, die da bis 4 Uhr, 3 Uhr morgens waren. Das war ja eine Katastrophe. Also wirklich so Das war eine Wahnsinn, ne? komische Show. Ne? Ich habe mich sehr gefreut, Mike zu sehen, aber boah, ich glaube, es gab 20 Classic-Klassen. War das so? Wir haben ja dieses Classic Noch A, bis. B, C und D und noch so. Du hast, glaube ich, von A bis E gehabt. Und dann hast Ja. du True Novice, True Beginners, Novice. Und Genau. dann ist jeder, also 100 Classic-Physik-Leute sind gestartet. Und jeder von denen hat irgendwie vier, fünf Klassen mitgemacht, Alter. Und das hat Ja. einfach 3 Stunden oder so gedauert, bis sie durch waren. Ja, da hast du Geisteskrank, recht. das war. Ja, weil jeder auch so Doppelstart und so Geschichten gemacht haben, alle mal mündlich mit Dreifach, vierfach Kurzgymnastik. Start. Ja, Ja. Ich habe jemanden gesehen, der aber ist hier fünfmal nur die gestartet. Kohle. Weißt, das Geld nur. Ja, Das ist so natürlich. ein Sonst, Geldding ey, da. muss man sagen, die Show und die Bühnenbelichtung und sowas, die feiere ich immer sehr. Ja. Auch die Backstage ist immer sehr geil, aber wirklich mit den ganzen Klassen, das war eine Katastrophe, das war heftig. Ja, aber Ah, Backstage ich ist glaube. nur geil, diese eine große Halle. Ja, Ich finde man nur hat diese Platz. große Halle ist geil, wenn du dann Athleten musst du ja dann alleine Backstage gehen. Das ist dann scheiße wieder. Oder Ja, durftest du mit ja. deinem Athleten da nach hinten? Ja, das war kacke, ne? Da war mein Athlet, ich glaube, Das fast ist ein zwei Doofi. oder 3 Stunden hinter der Bühne. Ja. Ja. Es war schlimm. Also es war, Ja. ich konnte nichts machen, also gar Genau. nichts. Ich konnte einfach mal lügen, dass er fast zusammenbricht. Da habe ich eine Wasserflasche gebracht. Aber ich habe ihn 2, 3 Stunden nicht Ja. gesehen. Es war echt ärgerlich. Aber nicht Aber mehr. sonst, ja, das ist ein tolles Ergebnis. Hat den ersten gemacht. Habe ich mich sehr gefreut. Leider Gesamtsieg hat es nicht gereicht. War aber auch in Ordnung. So, danach war ich wieder in Berlin und dann bin ich nach Budapest gereist. Dann hatte ich einen kleinen Urlaub gehabt für 3 Tage. Genau. Geile Stadt, kann ich jedem empfehlen. Budapest, eine sehr, 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 sehr schöne, schöne Stadt. Ich denke mal, da wird oft unterschätzt. Bist du geflogen oder gefahren? Ich bin erstmal von Gummersbach nach Berlin gefahren, von da aus dann nach Warschau, Warschau wieder zurück und von Berlin aus nach Budapest geflogen. Wie kommt man auf Ja. Budapest? Mein Tätowierer ist da. Ah, okay. Mein Tätowierer ist da. Grundsätzlich kann ich auch bei euch auch allen empfehlen, es ist, viele, die schon da waren, können bestätigen, es ist für einen Städtetrip unfassbar gut und man kommt aus Deutschland auch relativ günstig hin. Ja, schöne Stadt. Boah, tolle Gebäude, ne, sehr multikulturell. Gut, wer feiern gehen will, kann da gut feiern gehen. Es sind wirklich ein bisschen verrückt, die Stadt, aber positiv. Alright. Jetzt Ganz bist du was mal für wieder Mike. da. Ganz was für Mike. Ganz was für Mike. Feiern gehen. Ja, Mike liebt das. Mike muss ja Der feiern. Mike. Der bleibt vor der Tür Feiern. stehen. Der macht die Tür dann. Der bleibt noch doof. Hm. Dwayne, bist du denn jetzt wieder so weit gesettet, dass du wieder neue Coachings aufnimmst oder hast du immer noch Aufnahmestopp? Ich habe jetzt noch kurz Aufnahmestopp, aber das wird sich bald ändern. Okay, also haltet die Ja. Augen offen. Kevin, bei dir ist jetzt Urlaub angesagt oder was? Ja, wir fahren morgen Abend, also was heißt abends? Morgen Nacht um irgendwie 1:30 oder sowas fahren wir nach Hamburg los und wir fliegen von Hamburg. Ja, dann Flieger Wo geht's denn? Ägypten. Welche Stade? Hurghada. Ja, Hurghada. Wo denn da? Welches Hotel? Sunrise Holidays Resort. Das ist ohne Kinder, also da dürfen keine Kinder rein, ab 16. Und da waren wir letztes Ja, Jahr bitte. schon, also ich bin ja eigentlich auch nicht so der Fan von immer ins gleiche Hotel fliegen, aber das hat uns einfach so gefallen, weil das war halt so chillig und wir sind jetzt auch nicht so die Party-Leute und haben dann keinen Bock drauf, besoffen oder so. Da ist um 11 Uhr dann Zapfenstreich quasi, dann kosten die Cocktails irgendwie 10 Euro oder was an der Bar. Ist dann nicht mehr all-inclusive und dann gehen eh alle pennen. Also ja, außerdem ist Goldschirm ist 3 Minuten, also 3 Autominuten weg davon in Hurghada. Letztes Mal habe ich ja so einen absoluten Abschalturlaub gemacht hier mit jeden Tag Cocktails und hast du nicht gesehen. Und dieses Mal will ich auch 2, 3 Mal auf jeden Fall ein bisschen durchpumpen und
Ja, auf jeden Fall kein Alkohol trinken oder nicht so viel, sage ich jetzt mal. Am 10. haben wir noch Hochzeitstag. Ja, da werde ich mir dann was gönnen. Und ja. Aber sonst. Hast du auch vor, ein bisschen, hast du auch vor, ein bisschen rumzufahren? Weil was ich dir empfehlen kann, da gibt es private Taxifahrer quasi, die dich nach Luxor fahren. Luxor ist die Stadt der Pharaonen. Als ob mit dem Taxi nach Das Luxor, ist Junge, hier. wenn da die, wenn da die Klima im Arsch ist, dann sterbe ich, dann komme ich Das da. ist eigentlich nicht der Fall, das sind eigentlich gute Autos, ja, aber wirklich unfassbar geil. Die ganzen Tempel von den Pharaonen und so, falls dich sowas interessieren sollte. Luxor kann ich sehr empfehlen. Ja, kannst du runterfahren. Das ist nicht mal so teuer, ich weiß nicht, was ich bezahlt habe. Ja, wir waren da schon am Überlegen letztes Mal, aber letztes Mal wollten wir, wie gesagt, so einen richtigen Chiller-Urlaub machen. Mal gucken, wie gesagt, weil das ist ja auch immer dann ein ganzer Tag da unterwegs und lange fahren Das und dann ist, stimmt. dann ist da halt auch viel los und das ist auch so eine Sache. Aber eigentlich sollte man es schon mal gesehen haben, hast auf jeden Fall recht. Also vor allem wir interessieren uns auch mega dafür. Also ich persönlich auch. Also diese ganze Ägyptologie oder wie man das nennt, finde ich eigentlich immer relativ interessant. Ja, tauchen werde ich auf jeden Fall einmal irgendwie einen Tauchausflug machen. Und ja, so der Plan. Also Bodybuilder am Schwimmen, da muss ja auch passen, dass du nicht untergehst, ne? Ja, tatsächlich. Also ich Pass muss auf die Haie auf. die. Muss die Pass auf die Haie auf. ich passe auf die Haie auf. Ey Steve, das letzte Mal, als Kevin in Ägypten war, ist es genau passiert, als er im Wasser war, ne? Ja. Mit dem Dieser Haiangriff. Haifisch. Ja, der Haiangriff. Das war genau, als Kevin im Wasser war. Wie viel Meter? 150, 200 Meter Nee, entfernt? 500 Meter waren es ungefähr. Danke, Scheiße. Pass auf dich auf. Ja, jetzt, das, seitdem ist ja nichts mehr passiert, Ja. glaube ich. Der wartet nur auf dich. Ja, genau. Und wenn du wiederkommst, dann Prep-Start, oder wie? Nein, dann habe ich Ja, genau, ja, noch, der Haiangriff. ich glaube, acht, Genau, neun Wochen habe der. ich dann noch. Was sagst du? Steve? Achso. Nee, acht, neun Wochen habe ich noch. Da mache ich dann nochmal Aufbau, aber halt schon richtig so in Prep-Mode. Also ich, wie gesagt, wenn ich so Off-Season mache, dann gönne ich mir auch mal oder mal lass mal ein bisschen lockerer so zwischendurch und dann, aber dann geht es schon straff dann Richtung Wettkampfvorbereitung. Dann habe ich auch nichts mehr so von wegen hier eben mal dahin fahren und dahin fahren, sondern da ist nur noch Arbeiten, Trainieren, Essen, Schlafen und dann halt so mein normaler Alltag. Und dann Mitte August, Ende August, je nachdem wie die Form dann ist, also wenn es so bleibt, dann denke ich eher Ende August, dann fangen wir die Prep an. Ja, und wenn ich einmal so ein bisschen richtig anziehe, 6 Wochen, dann bin ich eigentlich eh schon in Form, so richtig. Also ja, entspannt. In Form kommen ist bei mir jetzt nie das Problem. Eher nochmal 2, 3 Kilo irgendwie draufbasteln in 8, 9 Wochen. Also Aber relativ. entschuldige, weil ich hier nicht auf dem Laufenden bin, aber hatte ich nicht irgendwie in Erinnerung oder so mal gehört, dass du nicht auch M-Pro mitmachen wolltest erst? Oder bin ich da total auf dem falschen Dampf? Nee, das hat Justin irgendwie bei Gannikus gesagt, aber ich Ja, weiß auch nicht, genau. wie der so wirklich drauf gekommen ist. Aber ja, Genau. nee, im November starte ich dann wieder Big Man Weekend in Okay. Alicante. Vielleicht hat er das irgendwie missverstanden, weil ich gesagt habe Alicante. Ja. Ja. Michael, läuft deine Prep? Sehe ich mich gut? Erzähl. Warum? Er ist zu viel unterwegs. Er ist zu viel. Ja, ich Heiko hat habe. gesagt, Heiko hat gesagt, du bist zu viel unterwegs. Er hat ihn ja schon angeschwärzt in Polen, sagt er. Wie Dummes viel, was wiegst du Gerede. jetzt? 107? Dummes Gerede. Ich meine, wo kannst du denn bitte besser preppen als in einem Land, wo du chillst, nicht arbeiten musst und die jeden Tag eine Alte mit dem Roller das Essen nach Hause ins Hotel bringt? Ja. Also du musst nicht kochen, du musst nicht, ich musste nichts machen. Ich Also, bin, ich habe Emir zwei, fand das drei. nicht so geil. Emir hat Ja. gesagt, Schluss. Ja, du chillst ja deinen Arsch in Thailand Er ab. erzählt da Ja, sein. Digga. Ich meine, ich bin halt auch nicht derjenige, der dann 3 Stunden Cardio machen musste, um in Form zu kommen, so wie er. So, und ich habe eigentlich früh genug angefangen. Jetzt haben wieder irgendwelche Bastarde bei mir unter Kommentaren bei YouTube geschrieben. Ah, der zieht nicht richtig durch und sowas. So. Woher wollen die Leute denn wissen, wie ich durchziehe, was ich durchziehe und was nicht? Und ich habe jeden Tag meinen Plan abgearbeitet, mein Cardio. Hey! Jeden Tag mein Cardio gemacht, Entschuldigung. Jeden Tag mein Cardio gemacht, mein Essen gemacht und sowas. Und ja, aber ich schätze allem, also ich sage das so, wie es ist. Ich habe es auch vorhin oder letztes Mal in meinem Podcast da gesagt, ich glaube, bei Paddy war das oder so, wo ich gesagt habe, dass einfach 3 Wochen lang nichts geändert wurde, wo gesagt wurde, ja, du kommst schon in Form.
Mein Coach hat ja auch ganz viele Leute. Ich will ihm auch gar nicht die Schuld in die Schuhe schieben. Seine Frau ist jetzt auch gestartet und so weiter. Und das war dann, jede Woche sollte eigentlich ein Update kommen. Dann kam ein Update, dann hat er alles so gelassen. Dann meinte er, nach 2 Wochen schickst du mal eins. Da habe ich nach 2 Wochen geschickt, meinte, ey, wir haben jetzt noch 65 Tage, das sind 9,2 Wochen. Und dann hieß es, oh, das wird knapp, wir müssen mal anziehen. Nicht, dass wir es nicht schaffen, dass wir halt ordentlich Gas geben müssen. Jetzt haben wir auch alles angezogen. Allerdings habe ich ja, wie vielleicht alle mitbekommen haben, privat ein paar Probleme. Ja. Wegen meiner, also ich habe gestern den Anruf bekommen und den Befehl erhalten, dass ich meine Nebentätigkeit sofort einzustellen habe. So, Das und da ist ich. so krass, dass man einfach den Befehl kriegen kann als Staatsdiener im Endeffekt, ne? Genau, das ist halt so. Also, das wusste ich ja damals, als ich meine Vereidigung hatte und so weiter, auf Soldat auf Zeit und so weiter. Nur hat das jetzt irgendwie 3 oder 4 Jahre lang niemand interessiert. Ich habe es ja damals genehmigen lassen. Habe ich auch schriftlich. Hat es irgendwie 3, 4 Jahre niemand interessiert. Und ausgerechnet jetzt, wo ich halt ab in 3 Monaten in den Berufsförderungsdienst gehen würde, eine schöne Abfindung kassiere, befördert werden soll nochmal vorher, damit ich mehr Geld bekomme, und alles sich so ein bisschen halt gut aufbaut, dann ist auf einmal jemand interessiert, was der Mike so eigentlich treibt in der Zeit, wo er zu Hause sitzt. Aber du hast es dir ja genehmigen lassen, aber eigentlich müsste doch mit damit alles fein sein, oder Ja, nicht? das ist ja gerade alles am Prüfen. Ich war heute da, ich musste den Befehl nochmal schriftlich unterschreiben, habe ich auch getan. Und auf die Nachfrage, warum, habe ich nur eine Telefonnummer und eine E-Mail bekommen zu der Disziplinaranwaltschaft. Und das habe ich direkt an meinen Anwalt weitergeleitet. Auch liebe Grüße an Mike Bunzel, der hat mir da seinen Kollegen empfohlen. Mit dem bin ich da im engen Kontakt und das wird alles geprüft, dass es so rechtens ist. Prinzipiell bin ich als Soldat erstmal verpflichtet, den Befehl Folge zu leisten und dann wird es geprüft, ob das halt rechtmäßig war oder nicht rechtmäßig war. Gehen wir mal von aus, dass die Nebentätigkeit so nicht in Ordnung war, aufgrund von, wir haben so Gummiparagraphen bei der Bundeswehr, nennt man das, wie ansehende Bundeswehr gefährden. Das ist so breit gefächert, dieser Paragraph, da könntest du alles mit reinnehmen. Weißt du, du hast dann im Prinzip Lesben oder Schwuchteln oder Transsexuelle oder sowas, die dann da sind, die schaden dem Ansehen nicht. Aber ein Profi-Bodybuilder, der eigentlich aus seinem Körper etwas macht und Profisport betreibt, der schadet dem Ansehen, den Also ich an geht es auch dieser wirklich Dienst. um den Profisport oder jetzt nur ums Scheiße. Und dass da halt eventuell Profi-Bodybuilding nicht als Zweitberuf erlaubt ist, obwohl es ja gar nicht festgeschrieben steht, weil es gibt keine Zweitberufe, die nicht feststehen. Dann gibt es halt noch andere Dinge, zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Gesundheit gefährden würde durch zum Beispiel Arbeit, was weiß ich, an einem Hochspannungsmast oder sonst irgendwas als Nebentätigkeit, dass meine körperliche Unversehrtheit gefährdet, das Ansehen der Bundeswehr. Der dritte Punkt wäre halt die nicht angemeldete Nebentätigkeit. Und der vierte Punkt wäre, glaube ich, wenn ich 40% mehr als mein Jahresbruttoeinkommen verdienen würde, habe ich dir auch schon erzählt, Torben. Und ja, das sind so die 4 Punkte, die halt alle nicht, also die sehe ich absolut keinen, also sehe ich absolut hier nicht in diesem Fall bei mir. Ich denke einfach nur, dass es hier um mich als Person geht, als Profi-Bodybuilder. Ich sollte am 6.6., also in 2 Tagen, oben in Norddeutschland, in Husum, ein Meet and Greet geben als Privatperson. Dort waren schon 5 Einheiten eingeladen, da sollten 200, 300, 100, 200, 300 Leute erwartet werden. Schon also so Plakate gedruckt, dass ich da bin und so weiter, habe ich natürlich jetzt abgesagt. Dort waren die auch nicht so amused, gerade auch die Offiziere, die da oben sitzen. Ich lasse es erstmal über mich ergehen, aber ich werde auch nicht verleugnen, dass es mir dadurch psychisch ziemlich, ziemlich schlecht geht und ich ja schon psychisch angeschlagen bin durch die Bundeswehr und auch deswegen ein Krankheitsbild habe, was auch bestätigt ist vom Arzt, vom Psychologen, dass ich dort in Behandlung war und bin. Und ja, und dadurch, also die verderben mir gerade jegliche Laune und Gesundheit noch zusätzlich. Und falls das alles nicht zulässig ist, werde ich auf jeden Fall auch verwaltungsgerichtliche Schritte einleiten gegen das, was alles mir gerade angetan wird, denn ich stempel das als typisches Mobbing ab, als nichts weiter. Ich hoffe, ich habe mich jetzt professionell ausgedrückt, um halt nicht zu beleidigen, denn auf der Straße hätte ich einfach nur 2, 3 Worte walten lassen.
eventuell ein, zwei Fäuste fliegen lassen und dann wäre es das gewesen mit dem Typen. Aber so habe ich mich jetzt mal professionell ausgedrückt. Also ja, also das Ding ist ja, wenn du halt der Meinung bist, dass du gegen keinen dieser Gummiparagraphen, wie du sie genannt hast, verstößt, dann sollte das ja eigentlich nachher gerichtlich geklärt werden, dass du da vollkommen im Recht bist. Es ist halt nur gerade unnötiges Kopfzerbrechen in dem Moment, ne? Ja, Problem ist, dass es 2018 und 2020 eben schon vom Oberlandesgericht in München ähnliche Fälle gab und da wurden beide Fälle unehrenhaft entlassen. Eieiei. Oh shit. Und das, also, das Ich Gericht, was jetzt glaube. für mich zuständig ist, wird sich auf diese Fälle berufen und es droht halt diese Entlassung. Und dann sind halt Abfindungen weg, Übergangsgebührnisse weg und von heute, mehr oder weniger von heute auf morgen, bist du halt dann erstmal arbeitslos. Und das alles nur, weil ich das mache, was ich liebe. Was dir genehmigt worden ist. Ja, 2021, was mir dort genehmigt wurde, richtig. Ja. Ne? Heute laut Aussage wurde gesagt, dass 2022 alle Nebentätigkeiten nach Corona eingestemmt wurden. Ich habe aber allerdings eben gerade nochmal ein Telefonat geführt, das ist bei mir definitiv nicht der Fall. Da steht noch alles im System drin, Social Media, YouTube, Fotos, Videos. Ja, jetzt mal schauen. Okay, Daumen, Alter. Ja, viel Glück. Ja, Und ist ich halt scheiße für glaube, mich jetzt, ne? Weil du bist es kommt halt. mir halt so vor, sorry, wenn ich kurz unterbreche, aber es kommt mir halt so vor, als ist das so ein Paragraph, so von wegen, wenn einem das Gesicht nicht passt, dann findet man irgendeinen Grund, um den zu ficken. So kommt es mir Ja, es vor. ist Das habe jetzt ich Kevin. gesagt, nicht Mike. Das ist so meine Wahrnehmung von dem Ganzen. Ja, das ist die Pflicht zur Fürsorge von deinem Chef. Die kann ja positiv ausgelegt werden, aber auch negativ ausgelegt werden. Verstehst du? Ja. Der kann ja dafür sorgen, dass du gesund sein musst oder die Fürsorgepflicht erfüllt. Die kann ja negativ positiv ausgelegt werden. Genau wie der Paragraph der Kameradschaft. Kameradschaft ist ja erstmal positiv, aber kann ja genauso gut negativ gegen dich ausgelegt werden und gesagt werden, dass ich unkameradschaftlich mit meinen Taten bin. Das sind halt diese Paragraphen, diese Gummiparagraphen. Du kannst sie einmal positiv und einmal negativ auslegen. Und in 99% der Fälle wird das vom Oberlandesgericht halt immer negativ ausgelegt und bist halt weg. Es geht auch um nichts anderes. Ich soll einfach nicht das bekommen, was mir zusteht. Und um mehr geht es da eigentlich nicht. Also ich weiß das ja auch selber persönlich und ich habe das auch schon so in der Story gestern angedeutet, wo ich übrigens sau viele Nachrichten hatte und sau viele Leute haben mir darauf geantwortet und geschrieben und ja. Zwei Gedanken noch meinerseits. Ich meine, ich glaube auch, dass es was Persönliches ist, weil du halt in 3 Monaten gegangen wärst, in Anführungsstrichen. Meine Gedanken. Und das andere ist aber auch, selbst wenn es im Worst Case enden würde, vielleicht um dir so ein bisschen Druck zu nehmen. Ich glaube, allein an den Nachrichten, die du gestern bekommen hast, wirst du sehen, dass wenn du dann ohne Bundeswehr, in Anführungsstrichen, dastehen solltest, dass die Community dich da auf jeden Fall aufhängt. Ja, aber es ist ja trotzdem eine riesen, riesen Summe, die dir dadurch Total, abgeht total. und unehrenhaft Also, entlassen ist dann auch nicht hast geil, wenn du dich irgendwo bewerben willst oder was weiß ich ja. was. Ja, Und bla bla total. bla bla, das ist alles ein Also, du hast Rattenschwanz, Alter. wollte gerade sagen, schon Rattenschwanz mit so 4, 5 Punkten, die da hinterhergezogen kommen, ne? Vor allem, ich habe das ja schon, glaube ich, mehrfach erzählt, dass ich halt aktuell ganz viel, also alles, was ihr hier seht und Hunde und Eltern, alles alleine stemme. Aufgrund von privaten Problemen, auch gesundheitlich von meinen Eltern und so weiter, bin ich halt so die Stütze, die alles zusammenhält. Und ich kann halt auch nicht einknicken. Also ich werde auch nicht einknicken und so. Ich werd dann ein müdes Lächeln nur abgeben. Ich werde natürlich weitermachen und Gas geben, noch mehr Content machen, noch mehr in Planung. Ich werde noch mehr machen. Also ich werde alles geben. Ob es dann reicht oder nicht, sehe ich dann. Aber ich werde auf jeden Fall kein armer Schlucker sein. So viel steht fest. Zur Not raube ich den Steve aus. Der Steve hat immer genug Geld gebunkert in seiner Matratze. Es wurde jetzt gesagt, dass du alle nebenberuflichen Tätigkeiten sofort einzustellen hast. Was fällt darunter? Was darfst du jetzt noch tun? Was darfst du nicht mehr tun? Ich darf meine freie Meinung äußern. Meine freie Meinung ist, dass Coca-Cola voll lecker schmeckt, aber Happy Anyway noch viel besser schmeckt und dass ich Mike heiße. Ah, wir verstehen. Wir verstehen. Ja. Aber du darfst noch weiter Social Media Videos drehen und hochladen, du darfst weiter in Podcasts kommen, du Das ist ja darfst. mein, das ist ja mein Privat, das ist alles mein Privatvergnügen, ne? Also Okay, genau. ich könnte ja rein theoretisch auch hier an der Wand bald HPN stehen haben oder Climax oder irgendwelche anderen Firmen, ist ja meine private Dekoeinrichtung hier. Das heißt, wie darf ja keine meine freie Meinungsäußerung in mein privates Leben eingreifen, was das angeht.
Ne? Ich darf halt nur damit kein Geld verdienen und werben. Das heißt aber, wenn man sich jetzt so ein leckeres HPN Whey gönnen wollen würde und man weiß zum Beispiel auch, dass du Mike heißt, ja, dann ist das trotzdem nichts, was schlecht für dich ist. Es ist nichts Schlechtes, nein, Okay, gut. natürlich nicht, weil ich natürlich dann kein Geld daran verdiene und weil ich natürlich nicht offiziell dafür werbe, ich aber dennoch die HPN-Produkte gerne konsumiere und ich natürlich möchte, dass jeder da draußen, mich verfolgt, auch so gute Produkte konsumiert oder BMW fährt oder Porsche fährt, weil ich das auch voll Ja, feiere. Und ja, ich mag auch Coca-Cola ganz gerne und ich ja. mag halt auch Climax, ich mag HPN und ich kaufe mir die Produkte auch und deswegen, ja. Okay, nee, gut. Das ist gut zu wissen, dass. Smile Dogs magst du auch mal, oder? Nein, Smilebox mag ich nicht, Neosubs auch nicht und ich mag auch nicht eure Chefe und alle da, die dahinter sind. Ich mag keinen einzigen von der Scheißbande da bei euch, außer dich. Das ist tief traurig. Danke, Mike. Ich mag doch Steve. Ich glaub, das ist wieder alles voller Fussel auf deiner Glatze. Guck mal. Aber Mike, ich drücke dir die Daumen, dass es gut wird. Dankeschön, ja, Ne? danke. Oh Mann, so viel Trouble. Lass uns noch ein paar zu ein paar schöneren Dingen kommen. Und zwar haben wir unter uns jetzt einen Pro-Maker. Martin hat Da seine erste grinst Pro-Card gesichert. du. Ja, Gott Du sei fühlst Dank. dich stolz wie Bolle jetzt, oder was? Jetzt hast du die Coaching-Preise erhöht, oder? Wie sieht's Ja, aus? direkt von gestern auf heute bin ich um 100 Euro hochgegangen. Hast du ein Nein. Profil stehen? Einmal Pro Broker? Mega. Ja, tatsächlich. Ach so, jetzt muss ich gucken. Ich habe ja eh die Gewinne stehen. Ich habe ja eh darin stehen, wie oft meine Athleten Gold geholt haben. Habe ich schon immer gehabt. Und jetzt Okay. habe ich halt so und so viel Gold und eine Pro. Okay. IFBB Pro Coach hat er stehen, ja? Davor war es nur Okay. Coach und jetzt IFBB Pro Coach. Klingt seriöser einfach. Ich meine, wenn Leute auf dich aufmerksam werden und du bist Team IFBB Hahn. Pro Coach, ja, dann kommt es anders, als wenn du sagst, wie jeder Zweite auf Instagram, weil jeder ist heute Coach. Aber nicht jeder ist IFBB Pro Coach. Deshalb, wenn ich schon Okay. nicht IFBB Pro in meiner Bio stehen haben kann, wie die ganzen anderen hier, außer Twain, dann und ich Danke, Sport. Dwayne, du Kann Lappen. ich, aber habe ich nicht. Kann ich, aber habe ich gar nicht. Ich stehe bei dir drin, Steve. Mal Du kommst noch aus gucken. einer anderen Zeit, da hat man das noch nicht gemacht. Name. Mein Name einfach. Mal gucken, was bei Steve steht. Habt Bei ihr Steve. dieses Video Du gesehen Lügner! von dem Aaron Clark? Was ist? Was? Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das 212 seht. IFBB Pro. Ja. 212 IFBB Pro steht drin. Ja, jeder hat es. Außer, also Train wird, du wirst Was? es wahrscheinlich im Herbst auch drinstehen haben. Danke Oh. sehr. Aber ich weiß, dass ich niemals drinstehen haben werde. Deshalb schreibe ich halt noch Coach dahinter. Ja. Kevin, hast du Du meinst, stehen? ich meine aber Namen, Natürlich. wenn du so stehen hast, so IFBB, und dann kommt der Name erstmal, machen die Ach so, im meisten. Ah. Namen meinst du? Ja, Das habe ich mir nicht nehmen lassen und damals. nicht IFBB Pro, ja. Warum nennst du dich jetzt nicht Martin Hahn, IFBB Pro Coach? So mal nicht. Martin, direkt den Namen Dafür, ändern. ja, aber dafür reicht eine Pro-Card nicht, das kommt komisch. Wie Also viel wenn brauchst du denn? Wie viel brauchst du denn? Zehn. Vier. Dass man das darf. Nein, aber so schon so eine Handvoll oder so. Du musst schon ein paar Profis haben, wie so ein Kienzel oder was weiß ich wer. Dann kannst du dich auch so in der, finde ich, im Namen so nennen. Na, sonst kommt es komisch. Ja, IFBB Pro Coach, dann denkt jeder krass. Und plötzlich hast du nur einen Profi. Ja, toll. So Aber genauso wie gehört, wenn. es gibt auch Athleten, die sind Elite Pro Wollte ich gerade sagen. und die Ja, nennen die sich gibt IFBB Pro. Und ja. Schule des Elite. Ja, gibt es auch ein paar. Das sind noch Affirmationen, die manifestieren das jetzt und dann, damit das wahr wird. Naja, klar. So Also ist das. nenne ich mich Mike Ziesler, Mr. O 2030. Ja. Genau, Affirmation. Wie, Manifestieren. wie Martin Ratkowski damals, der hat auch gesagt, er wird Mr. Olympia Ja, 2020. stimmt, Martin auch. Ja, Stimmt, genau. Aber es ist 2020, schon ja, Mann. abgelaufen. Das ist leider Es ist schon abgelaufen. abgelaufen. So ein Scheiß. Was war es, Mr. Martin, O24? 2030. Wer hat ihm denn den Fluensohr gesetzt? Das war auch ein Joke damals. So. Ja. Sag mal, Steve, hast du eigentlich noch Kontakt zu der ganzen GN-Crew von damals? Ja, zu dem, wie meinst du denn?
Wie meinst du genau jetzt? Sag mal. Wir waren da alles dabei. Björwig, Aldin, Tobias Ja, Aldin habe ich Hane. letztens. Road to Glory. Ja, Jill, was mit Ja, Jill? Tobi, Genau. Anne, Aldin. Alex, Road to Max, Glory habe ne? ich einmal gesehen in der Stadt hier in Hamburg. Was hat er gemacht? Hat er Haben wir da versucht, gar nichts mehr alles. von dem. Ansonsten Stefan Riefsteiner noch. Was hat Road to Glory Jill gemacht in Hamburg? Hat er da Flyer verteilt oder? Nee, da war mit seiner Freundin, mit der Frau oder Freundin waren die irgendwie. Wo war das? An der Alster war ich spazieren da irgendwie. Ah, okay. Da habe ich die spazieren sehen irgendwie. Kam mir entgegen. Habt ihr Ja. gequatscht? Habt ihr Ja, die machen ja auch gekannt? noch. Ja, nee, nur so vom Weiten, hallo. So, ich bin da auch Also, weiter. Also ja. so, man ist sich so entgegengelaufen. So, Ja. hallo und kurz so vom Weiten, aber so. Ja. Ansonsten. Ja, bei GN weiß ich nicht. Miami Max, sagt euch das noch was? Ja. Den Trainer habe Ja, ich noch bei dem Kontakt. ist nicht so, ja. Der ist nicht so, bei dem hat es nicht so geklappt. Es gab ja Der Hollywood ist. Matze und Miami Max. Hollywood Matze ist steil gegangen damals, jetzt auch nicht mehr, aber damals, und Miami Max gar nicht irgendwie. Sag das Miami bloß Max. nicht so laut jetzt auch nicht mehr. Sag das bloß nicht so laut jetzt auch nicht mehr. Ich habe gesehen, Ja. dass Armin ist Max jetzt weiß bei GN, Bescheid. Ja, ne? ist mir auch neu geworden. Welcher Armin? Armin Paar aus Berlin. War Der der war nicht doch bei AZ bei. davor? Ja, wo geht's an? Der war bei Sek, jetzt ist er bei GN, ja. Ach, Okay. was ist mit Sek los? Hat der Oga nicht mehr gegönnt oder was? Kevin. Weiß ich. Wo wir Keine gerade von Ahnung. Gerne reden, da der Hishamo hat ja jetzt doch nicht die Pro-Karte, glaube ich, ne? Ach, ey. Martin, Was du ist warst er ja da vor gestartet? Ort. Ja, Er der ist dritter geworden. ist dritter. Das ist Dritter. die beste Story, die beste Story, die ich gesehen habe. Wie so ein sechsjähriges Kind. Ja, also typisch. Ich bin Dritter geworden. Ich gönne das zwar jedem, ne? Aber ich glaube, der Zweite ist auch besser als der Erste. Ja. Wieso ein, halt doch einfach dein Maul. Also, ich habe mit ihm Kontakt so privat und ich habe auch keinen Beef so, aber ich mag sowas immer richtig nicht. Dann sage ich einfach ruhig und sage gar nichts. Keine Ahnung. Hat William auch gesagt, oh, ey, Max hat, Ja. hab ich, oder, also weiß ich nicht. Ich habe doch auch, oder jeder hat schon mal Kacke abgeschnitten und dann aber das Maul gehalten. Also nicht alle, aber Ja, so ich die mag's auch nicht. normalsten. Ich mag das immer nicht, sorry. Immer Ja. dieses, und dann dieses Patzige, Wer hat das gesagt? wie so ein Fünfjähriger auf dem Stuhl. Oh, Mama hat gesagt, ich darf jetzt nicht reden, ich muss gegen die Wand gucken. Ich mag es allgemein auch nicht. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, wer kam jemals sympathisch rüber, als er gesagt hat, ja, ich habe diese Platzierung nicht verdient? Es kam immer der Sympathische rüber, der sagt, okay, ich war nicht gut genug, beim nächsten Mal besser. Das war immer sympathisch, aber irgendwie kriegt es Ist keiner in so. seine Birne. Ist so. Ja, vor allem hart zu akzeptieren. Ich finde, ich sage immer, wenn du dich beschwerst über so ein Urteil, gut, es kann deine Meinung sein, dass du falsch beurteilt wurdest, aber du hast es zu respektieren, genauso wie du den ersten, wenn die Jury dir den ersten Platz gibt, dann respektierst du es ja auch. Und wenn dann ein anderer sagt, du Ja. warst scheiße, dann sagst du, ey, laber kein Müll, ich habe gewonnen. So, weißt du? Also, Ja. das ist immer, ich finde, ja, ich bin auch nicht so der Fan von. Also, ich halte dann auch lieber mein Maul, ich sage dann meine Meinung dazu, ob ich es mir irgendwie erklären kann oder nicht, und dann ist es auch abgehakt. Dass man enttäuscht ist, ist klar. Also ich nehme das doch irgendwie keinem übel. Also auch wenn ich sie, wie gesagt, selbst nicht mag, wenn man sich so verhält, ich denke mir da meinen Teil dazu, aber so wirklich übel nehmen kann ich es auch keinem, weil man steckt halt wirklich viel rein und Emotionen und dies und das. Und Es waren extrem viele Deutsche vor Ort beim Amateur-Olympia, beim Bodybuilding vor allem. Der Markus Hoppe habe ich gesehen, den Jim Dunn habe ich gesehen, Moritz Hannenmann habe ich gesehen, dann den Hishamo. Und kein Deutscher hat es irgendwie, ja, kein Deutscher hat es geschafft. Also William habe ich auch gesehen, stimmt, der ist auch gestartet. was war denn mit Markus Schulter los, Alter? Ich habe keine Ahnung. Ich fand auch, dass der, also die Form war gut, aber ich fand, der war auch schon mal härter irgendwie. Gerade so die Rücken Die standen. Beine sind auch abgefallen, richtig, ne? Diesmal irgendwie, die waren irgendwie ein bisschen, Entschuldigung, Markus, aber haben ein bisschen dünner ausgesehen. Ich glaube, der ist Fünfter geworden. Ja. Ja. Ich fand das Posing, ich hab nämlich ein Bild gesehen von der Klasse, wo Jim denn dabei war. Für jemanden, ich bin auch nicht die beste Poser, um Gottes Willen, ne? Aber für jemanden, der 60 Meals vorbereitet und so professionell ist, war das Posing, Alter, katastrophal. Da hab ich einen Ausschnitt gesehen und gewackelt und bei Bauchpose so komisch und bei der Side Triceps und den unteren Bauch rausgedrückt und sowas. Also muss ich sagen, dass die Deutschen sich dort nicht mit Ruhm bekleckert haben. Aber der Jim Dunn sieht brutal aus live. Also ich habe nicht gedacht, dass der so krass aussieht. Also ich habe den im Titans gestern gesehen, trainieren. In seine Ja, Beine. aber Seine Beine sind wahrscheinlich aber noch. auf der Bühne. Und was dann? Dann stellst du auf die Bühne, wirst du dritt auf dem Pro Qualifier. So. Er Hat mich wirkt gar auf nicht der Bühne irgendwie gewundert. leider nicht so.
Er wirkt auf der Bühne nicht so, ne? Aber Ja. live, wenn du so vor ihm stehst, dann denkst du schon, das ist ein Monster, so, Aber was also. bringt Ja, auch das? im im Training? Ich Training. finde, der hat auch mega dicke Beine und alles richtig dick und sowas. Aber also ich kann es mir auch nicht erklären, aber aus irgendeinem Grund wirkt es auf der Bühne nicht so Passiert nichts. wow, wie wenn du es jetzt auf Bildern siehst oder im Training so. Live habe ich ihn leider noch nicht gesehen, das würde mich auch mal interessieren. Und ja, aber schade für ihn. Also, der gibt ja wirklich Total. alles. Also, So. wollte ich gerade sagen, da gibt so viel Fleiß rein, aber ich finde übrigens Steves Bild voll cool unten. Ja, ne? Ja. Wie fährt das Steve so? stimmt nicht mit dem Strom. Wieso? Was ist los? Was ist denn? Du bist auf der Seite, Alter, so. Ja, Was muss ich jetzt. machen jetzt? Ja, Jetzt. jetzt bist du ja da. Ja. Der William ist Aber Profi geworden, ne? ja? Ja. Also, er ist Dritter geworden auch, aber der stand die ganze Zeit im Center. Ich dachte eigentlich, der wird Profi, der William. Wer jetzt? William Niviara. Also William. Ja. Ich habe die Show mit Heiko angeschaut. Also ich saß die ganze Zeit bei dem. Wir haben das angeschaut und der hat es irgendwie schon geahnt, dass William nicht gewinnt. Ich hab ihm schon einen Glückwunsch gesagt, dem Heiko und so. Und dann meinte der, nee, warte mal ab, das wird vielleicht ganz anders entschieden. Und dann auf einmal Warum wurde. dem Heiko? Der Heiko coacht ihn noch gar nicht. Nee, aber der Heiko hat die Show angeschaut vom Publikum Also. und saß. Also der hat sich zu mir gesetzt. Und da haben wir so ein bisschen spekuliert, wer gut aussieht und sowas. Ja. Moritz ist auch nur Sechster Gut. geworden, ne? Anscheinend, ja. Aber der sah auch richtig gut aus. Hatte Moritz man Hannemann. auch anders. Aber der ist in Polen Erster geworden. Jetzt der In Sechste seiner geworden. Klasse. Und in Ja, Spanien nur krass. Sechster. Ja. Krass, also die Also, Amateur-Olympia schien echt heftig gewesen zu sein, wa? jedes Line-up, Also echt also. gute Besetzung. Ja, es waren auch arsch viele Athleten Wie da. war Markus Hoppe, Martin? Der Hoppe. Also ich habe ihn schon mal, ich fand, ich habe ihn schon mal besser gesehen. Ja. Aber trotzdem sah super aus. Ich glaube, der war erst sogar im zweiten Callout und hat sich dann noch so nach vorne gekämpft, den ersten Callout. Und dann ist er Fünfter geworden. Ja. Also ich fand, der war diesmal voluminöser als sonst, aber irgendwie nicht so ganz hart. Das ist ja das, was Max, glaube ich, auch in der Story geschrieben hatte. Er wollte eher, dass Markus härter kommt. Markus wollte lieber ein bisschen voller kommen. Aber das Line-up dort, ich sag's dir, die hatten alle Streifen im Arsch, die Top-Leute. Und Ja. wenn du dann halt keinen gestreiften Gluteus hast und so, dann fällt es halt ein bisschen einfach von der Ich finde, Kondition. es ist mittlerweile schon Standard, dass du das haben musst. Wenn du es Alle nicht haben das hast, dann gehabt. hast du schon einen Punktabzug. Also das ist, dein Arsch muss von bis zum Arschloch durchgestreift sein, eigentlich. Steve, Dieses Turnier, da freut er Kevin. sich. Was? Mir ist das Steve. immer ein Problem. Ja, Steve, Ja, dein Internet ist nicht so schon das gut. schon ein Problem zogen. Mit Steve Podcast aufnehmen, unmöglich, Alter. Ich sag's euch. Manche haben das ja hier, der Luca. Steve, bist du wieder da? Ist, hört ihr mich? Jetzt. Jetzt. Nee, ich glaube nicht. Oh Mann. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Ja, Ja, wir jetzt. hören dich. Ja. Ja, du bist wieder da. Und Jetzt dann. bist du wieder weg. So, der Luca. Ich hab aber trotzdem Gutes. Der Luca soll ja immer einen gestreiften Arsch haben, irgendwie. Ja, der hat anscheinend immer einen gestreiften Arsch, hat er gesagt. Schon Wochen vorher irgendwie. Martin hat ihn ja, ich habe ihn beim Gannikus-Podcast gesehen, da Martin hat ihn schon damals starke Lorbeeren ausgesprochen und gesagt, der wird noch groß oder so. Ja, bei seinem ersten Wettkampf das war auch schon die South German Classic von der Dora, der Wettkampf, aber 2022 war das, glaube ich, Ende. Das war, glaube Okay. ich, die erste South German Classics überhaupt. Und da ist er mir schon, da war der, glaube ich, 19 oder so. Und da haben die halt gesagt, ja, der ist 19 und der hatte da schon Streifen im Arsch in den Posen als Ja. Einziger. Und hatte halt schon wirklich so diese Classic-Linie in den. Der hatte halt nicht so viel Muskeln wie jetzt, aber so durch die Linie und mit den Streifen am Arsch habe ich schon gedacht, wenn der noch an den richtigen Stellen draufpackt, dann kann der richtig krass werden, so. Und ist auch so geworden, also. Das explodiert. Apropos explodiert und Classic, was haltet ihr davon, dass ein IFBB-Judge Urs nahegelegt hat, in die offene Klasse zu gehen? Wer denn? Oh, ich habe den Namen vergessen. Aber ein IFBB-Judge hat Urs auf jeden Fall nahegelegt, in die offene Klasse zu gehen. Ben? Oh nein. Dieser Inder, Scheiße. das ist so ein dicker Nein. Inder. Ich gucke mal, ob ich es jetzt auf die Schnelle hin finde.
Es war kurz eine ehrliche Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, selber jedes Mal die Top 5 in der Classic zu machen oder das Risiko zu gehen, in der Offen zu gehen und dort immer außerhalb der Top 10 zu sein oder gerade so eine Top 10 zu sein, was würdest du denn auswählen? Classic. Nee. Das ist ja sein Ja. Markenzeichen, Alter. Da gibt er seine komplette Marke dann quasi auf. Ja. Die Marke Urs Chatty, Kalitschinski. Bitte X und sowas. Das ist ja alles so. Könnte auch ein neuer Hype dann werden, so ist es nicht. Aber das Risiko ist Könnte aber auch in so, die Hose gehen, wollte ich Alter. gerade sagen, also meiner Meinung nach ist das Risiko höher, dass es komplett in die Hose geht. Ja, Aber jetzt mal auf eine jeden Frage an Fall. euch. Ich meine, ist nicht das größte Problem als Bodybuilder oder was sehr, sehr traurig ist, sich nicht weiterentwickeln zu dürfen? Er wird immer in den Top 3, Top 4 bleiben, gar keine Frage. Aber er ist jung, das heißt, er kann das 6, 7, 8 Jahre vielleicht sogar noch machen. Und er muss sich dann wirklich von Jahr zu Jahr runterdrücken, ohne sich richtig zu entwickeln, sagen wir jetzt außer Qualität. Ich glaube, es geht auch irgendwann auf die Birne. Also jetzt nur psychisch gesehen. Ich meine, er kann sich nicht mal weiterentwickeln, weil er darf nicht mal wachsen. Und deswegen kann ich mir Ja. gut vorstellen, dass irgendwann dieser Punkt kommt, dass man sagt, oh, ich will wachsen, Alter. Ich habe Bodybuilding angefangen, um besser zu werden. Und das kann ja Urs fast nicht mehr. Ja? Also er kann sich noch verbessern, er kann noch Qualität aufbauen, das will ich nicht sagen. Aber es sind kleine Sprünge, die er von Jahr zu Jahr machen kann. Ihr habt gesehen, wie er in der Offseason beim Guest-Posing aussah. Er sah ja doppelt so aus wie ein normaler Classic-Athlet. Also er ist ja schon irgendwie hart an der Grenze. Er kann jetzt nur noch ganz, ganz leicht meißeln. Also ich kann es nachvollziehen, dass man irgendwann diese Entscheidung trifft, Ja, auch aber wenn ich man dann nicht glaube, mehr in den Top also ich bin mir sicher, er könnte in der Open auch bestehen, wenn er sich quasi nicht mehr runterhungert und alles und es einfach laufen lässt, sage ich jetzt mal, und vielleicht nochmal ein bisschen anzieht bei Essen und Sachen vielleicht ein bisschen. Ich weiß ja nicht, was er macht, wie gesagt. Aber ich denke, dass er sich auch gut placen wird dann in der Open. Aber ich glaube nicht, dass er Top 10 Olympia so schnell knacken kann. Ich glaube dann, wenn dann vielleicht in schnell fünf, nicht, sechs, nein. 7 Jahren, so Ja. wenn er dann die Ja, richtige Genetik dann dafür mitbringt. Ich weiß ja nicht, wie sich das dann entwickelt. So bei manchen wächst ja dann irgendwie alles irgendwie ungleichmäßig oder die schöne Linie verschwindet dann irgendwie. Also ich würde es auch nicht ein machen. Risiko, ja. Ich Ich würde habe dir das den mal nicht Judge raten. gefunden. Es war Tarek El Gindi. Das ist der, den ich meinte, du. Der dicke Inder. Ja, das heißt, er ist auf jeden Fall Olympia-Judge. Der hat schon ein bisschen was zu sagen, ja. Der macht auch die Ja. Interviews da bei dem Kanal immer und so Ja, weiter. genau. Genau. Der ist Olympia-Judge und er hat gesagt, Urs sah einfach in seiner Off-Season-Form brutal aus und er glaubt, dass er in der offenen Ja. besser aufgehoben ist. Kennt ihr das Bild, wo Sebum von 21 zu 22 seinen Rücken verbessert hat mit nur 1 Kilogramm mehr Muskeln? Ja. Posing Ja. ist gewesen einfach. Ja, das ist natürlich ein Argument, gar keine Frage. Aber Also, wer macht das schon außer Sebum, Alter? Sowas habe ich noch nie gesehen bei jemandem. Also sowas passiert, gar keine Frage, aber. ich glaube, das geht. Und außerdem kannst du ja auch Volumen in den Muskel kriegen, ohne dass du 1 Kilogramm mehr Muskeln zugenommen hast. oder Qualität. Ja. Nein, Mike ist gefallen. ich meine auch andere Sachen. Ach so, okay. Wie zum Beispiel Sean Clarida oder Ja. andere Men's Open, die etwas in ihren Muskeln drin haben. Ja. Wir Also, ihr würdet Urs auch empfehlen, weiter in der Classic zu bleiben und da erstmal. empfehlen Urs Syntol in Bizeps. Unsere Empfehlung. Reflex Weedoff hat es, gut, das war irgendwann, sah es auch komisch aus, aber der hat ja auch extrem die Arme aufgeölt. Und eine Zeit lang fand ich, sah es richtig gut aus. Also, wenn du da so eine Armschwäche hast, warum nicht? Ja, Das Flex wieder musst hat du aber jetzt keine in Ahnung. den. Du musst in den Titel schreiben, Torben. Du musst in den Titel schreiben, wir empfehlen Urs Syntol im Bizeps. Oder Empfehlung Urs Syntol Bizeps. Klappt. Dann gehen wieder Okay. einige Leute, wenn da wieder so steil drauf gehen. Ja. Ich weiß. Ihr wisst, welche einige Leute ich meine. Clickbait. Ein anderer, der jetzt auch gerade sein Comeback bekannt gegeben hat, im wahrsten Sinne des Wortes, auch wenn er nicht wirklich weg war, Enrico Hoffmann will nochmal einen letzten Anlauf auf die Mr. Olympia wagen. Wie seht ihr Enricos Chancen und was haltet ihr von seinen Aussagen, die er getätigt hat, noch einen letzten Versuch auf die Olympia zu wagen und es dieses Jahr noch zu schaffen? Ich finde es mega Enrico vernünftig. wird. Wolltest du anfangen, Sven? Enrico würde es 100, also Enrico wäre es so eine Frage der Zeit, dass er zur Olympia kommt. Der ist so talentiert und so gesegnet, gar keine Frage. Ich weiß nicht, was er in der Zwischenzeit jetzt gemacht hat. Keine Ahnung. Aber am liebsten würde ich ihn jedes Jahr auf der Bühne sehen. Ja? Der hat ja wirklich so viel Potenzial. Es ist für einen Bodybuilding-Liebhaber sehr traurig, ihn nicht so oft auf der Bühne zu sehen. Aber der wird schon seine Gründe haben. Aber klar, Möglichkeiten, Potenzial hat er.
Martin, Steve, du kennst ihn auch ein bisschen besser. Wie siehst du Ich habe es? ihn letztens noch gesehen im Legatum. Ja. Ja, er ist auch wieder gut in Form schon. Ich glaube, er hat mir erzählt, noch 9 Wochen oder so, irgendwie, wo er mitmachen will. Also, ja, und er ist auch ziemlich komplett, ne, wenn du so willst. Komplett und rund und ja, also da, er kann schon da mitmischen bei den Jungs ganz vorne. Also, wenn du den jetzt schon in guter Shape bei der M-Pro jetzt in 2 Wochen schon vorstellst, ist er auch auf der Wellenlänge von Emir und von Tim auf jeden Fall, ne? Mike, wie siehst du es? Keine Ahnung, ich bin ein bisschen negativ getrübt, was ihn angeht, durch seine dummen Aussagen da mit William damals so. Aber wenn ich es rein neutral betrachte, hat er immer noch ein Riesentalent. Es gibt für mich zwei Menschen in ganz Deutschland, die eigentlich das Ding haben, Vollgas zu geben und direkt auf die Olympia zu kommen. Das ist einmal Nico Stallone, obwohl das halt der größte Trottel überhaupt ist. So, also der könnte jetzt Vollgas geben, hundertprozentig. Und ich sage dir, er gewinnt die Regional, er gewinnt die Pro Qualifier und er gewinnt die Olympia-Quali. Würde der schaffen. Das ist so ein Talent, aber es hat nichts nutzt, was Bodybuilding angeht. Ja. Und Enrico ist genauso einer. Wenn der mal, hätte der jetzt seit, wann war ich mit ihm auf der Bühne, 22 bis jetzt Vollgas gegeben, der wäre jetzt gestartet, hätte jetzt, also der hätte auch direkt gewonnen und wäre dann nicht auf der Bühne beim Olympia. Definitiv. Ja, Der ist ja auch, genau. wenn er jetzt durchgezogen hätte, wäre er besser als Tim und besser als Roman und besser Ja. als Emir, weil er ist kompletter, ganz einfach. Aber dadurch, dass er Ja. immer seine schwulen Pausen da macht, durch sein verständlich, egal durch was jetzt, durch Familie und so weiter, aber jetzt mal dieses Aufhören, 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 egal was dazwischen kommt, dieses Mindset-Problem oder diese privaten Probleme, was auch immer dazwischen, wenn er das alles nicht hätte, dann wäre das sofort ein Olympiakandidat. Ja, ich würde aber nicht vom Problem sprechen, wenn du ein Kind kriegst und Nein, aber du weißt, was ich Turnier meine. Es gründest. gibt, es, ja, es gibt aber Menschen, die machen, also die legen, die machen eine, oder die gründen eine Familie und machen dann trotzdem mit dem Sport weiter. Weißt du, was ich meine? Die kriegen Ja. beides unter einen Hut. Ich verübel das. Ich glaube, ich habe damals ja auch gesagt, dass ich jetzt niemanden verübel, wenn jemand Vater wird und dann nicht startet. Ja. Haben wir, glaube ich, schon mal im Podcast das Thema gehabt, so, ne? Ich hatte ja aber, bevor, seine Frau war jetzt nicht fünfmal schwanger, hat ja schon gefühlt fünfmal abgebrochen. Ja, Enrico ist halt Oder? jemand, der muss den Kopf frei haben, um sich auf den Sport konzentrieren zu können. Genau. Und das hat Ja, halt er hat einfach doch nicht, ein Kind, oder? Die haben ein Kind, genau. ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen darf, aber ja, er hat ein Kind. Bei ihm ist halt so, er muss sich vollkommen auf seinen Sport konzentrieren können und dann gibt er da auch Vollgas. Genau. Sobald er halt den Kopf nicht frei hat, kann er halt nicht Vollgas geben im Sport. Und er hat Ja, bei sich ihm halt war es damals ja. dafür entschieden, jetzt Zeit mit seiner Familie zu verbringen, seinen Sohn aufwachsen zu sehen, seinen Job musste er wechseln, hat er noch den Bizepsabriss gehabt. Ja. Dann den Motorradunfall, den er hatte. Motorrad Ach, ist ja auch so auch. sein Ding. Also ich Okay. persönlich finde, dass er alles richtig gemacht hat und halt auch dafür gesorgt hat, dass sobald der Bodybuilding-Sport weg ist, er einfach ein richtig geiles, affengeiles Leben weiterführen kann. Mit Darüber reden wir aber Familie, gerade mit nicht. Wir Motorrad. reden Nee, gerade richtig. rein. Wir reden gerade Richtig. nur übers Bodybuilding. Okay, So, absolut. und jetzt, wenn man jetzt alles andere ausblendet, hat er das größte Talent dazu gehabt, genau wie mit Nico. Ich habe mich nur an dem Begriff schwule Pause ein bisschen Ja, gestört, oder weil Kackpausen oder sowas. ja. Ich weiß, was du Also meinst. falsche. Hätte er komplett durchgezogen, wahrscheinlich wäre er jetzt schon auf dem Olympia, definitiv. Ja. Aber ich finde nicht, dass er die falsche Entscheidung getroffen hat. Das wollte ich dazu nur sagen. Fürs Bodybuilding die falsche Entscheidung, ja. Fürs private Leben und die Zukunft vielleicht nicht, nein. Ziemlich sicher nicht. Aber bei ihm war es ja auch öfter, dass er irgendwie krank wurde, auch, ne? Krankheitsfälle hatte er öfter. Ja, das Dass Kind kam halt in er. die Kita und jeder, der durch mal ein Muss. Kind in die Kita steckt, weiß, was da passiert. Wie alt ist jetzt das Ja, Kind? das war der. Vier? Wie alt ist der Kleine jetzt? Gebt euch auf die 2 zu. Naja. Ja. Und das Kind ist halt in der Kita und dann kriegst du es nach Hause und gerade die Kinder, die bringen halt jeden Scheiß mit aus der Kita, ne? Also wirklich, ich sehe es auch an Kollegen hier im Lehrerkollegium, sobald die Kinder haben, sind die nächsten 2 Jahre nur noch krank. Ja. Aber ich traue Enrico, und da kann ich Martin ja auch mal fragen, tatsächlich auch zu, dass wenn er jetzt, auch wenn die Zeit ein bisschen knapp ist, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen an der Aussage hadern lässt, weil 9 Wochen ist eine extrem knappe Zeit, was er da angekündigt hat. Ich weiß nicht genau, ne? Also ob es jetzt Ich 9 weiß oder auch nicht, ob 11 es 9 Wochen oder waren, aber 12. er will ja noch dieses Jahr auf den Olympia fliegen und er fängt jetzt gerade erst an, so richtig wieder Gas zu Aber geben. in 9 Wochen hast du nur Texas und Tampa, wo ich starten wollte. Nee, da glaube ich nicht.
Ja, und dann hast du 4 Wochen später Vielleicht erst. macht er noch 9 Wochen Off-Season oder sowas, ich weiß nicht. Das kann auch sein. Nee, er ist schon im Prep, glaube ich. Auf jeden Fall gibt er jetzt wieder Vollgas mit Ernährung, mit Ja. er hat ja bis wirklich letzte Woche keinen Mealplan gehabt, trainiert, wann es halt irgendwie gepasst hat und so weiter. Okay. Und jetzt gibt er wieder Vollgas und ich bin echt gespannt. Aber bei Enrico ist Ist es zu halt so kurz, krass. Bei glaube Enrico ich. ist es halt so krass, der macht Sprünge wie ein William Bonnack. Innerhalb von 2 Wochen sieht er aus wie ein anderer Mensch. Das ist heftig. Ja, hat er vor 2 Jahren gemacht. Der Körper ändert sich auch mit der Zeit, das muss man sehen. Okay. Der Körper reagiert immer anders. Also Ja, so ist meine ma Erfahrung. ja. Also ich bin da bei Mike, ich finde es sehr Nicht knapp. Trikot sein Körper, er ist anders. Okay. Wie Ich gesagt, gebe. zeitlich knapp ist es definitiv. Definitiv. Ja, aber ich würde das, ich bin da ein bisschen bei Torben schon. Der macht schon schnelle Sprünge, das stimmt schon. Also er hat immer eine gute Form. Der hat echt so eine Veranlagung, der kann auch Off-Season hält er eine gute Form und ist nie fett. Ja, Ich schau dir bin die gespannt. Ausgangslage jetzt an, ne? Der kommt schon schnell in Form, habe ich auch Ja. schon gesehen, ja. Ich wünsche ihm natürlich, und ich fände es geil, wenn er die Karriere noch mit einer Olympia-Quali auf jeden Fall krönen könnte. Das hätte auf jeden Fall sich auch verdient. Also auch wenn er viele Pausen drin hatte und alles, aber die ja auch alle wohl begründet waren. Ich kenne ihn nicht persönlich. Aber ich verfolge ihn auch schon länger, also auch schon zu meinen Juniorenzeiten und sowas. Da war Enrico Hoffmann ja schon ein Begriff für mich. Ich glaube, 2014 ist er Profi geworden, oder? Ja, da war ich gerade mal ein Jahr im Wettkampfgeschehen mit drin. Nee, warte nicht, Und 2014 nicht. Ich glaube, 2015, da war ich ja bei Markus Ringe. Ich glaube, irgendwie da in dem Zeitraum. Kann das Juniorenzeiten, sein? wie alt bist du, Kevin? 31. Ja, so, okay. Das Thema wieder. Wie alt ist Okay. Enrico? Okay, du siehst aus wie 32. Danke. Das Das hast du aber wie alt gelogen, ist ne? Enrico? Du alter Lügner. Enrico ist, glaube ich, 34, wenn ich recht. Ja, ich glaube Eigentlich doch viel 36. zu früh. Ach Ich so, glaube wie alt denn 36. jetzt? Ich meine, Enrico ist 35. 34 oder 35. Ja. Der könnte locker bis 40 durchziehen, Alter. Und dann würde Enrico wenn ist, er, glaube ich, kann. älter. Nee. Ja, 35. 34 oder 35 ist er. Ich glaube Ja. 36 oder so. Ja, Ach, sowas wie. Ja. Was? krass. Ich dachte, er wäre 40 oder so schon. Nein, Du hast ja definitiv 40. nicht. Ein 40 bin ich. Ich bin der Einzige, der 40. Ich meine, er ist 2, 3 Jahre älter als ich. Also es müsste irgendwie genau 35 vielleicht. Peinlich, eigentlich müsste ich das wissen. Ja. Bevor es gleich beleidigt ist, ne, weil ich gesagt habe, schwule Pause, das war nicht so gemeint, Enrico. Nicht, dass du gleich wieder eine Story machst und dann sagst, dass ich 3,50 Mark verdiene oder William oder so. Das war nicht böse gemeint. Ich Du habe dich aber verdienst noch gar nichts mehr, du gelobt. machst keine Werbung Ja, genau. Schneid das gefälligst raus. Torben, schneid das gefälligst Ich raus. schneide gar nichts raus jetzt, das ist Nein, du musst uncut. gerade drinnen lassen. Das war doch nicht böse gemeint, Mann. Nein, ich weiß ja, wie es gemeint war. Ja. Deswegen habe ich auch nochmal da das richtig gestellt von meiner Seite aus. Aber was ich noch sagen wollte, ich find diese Entscheidung gut, Ja. weil man halt sieht, dass er also ich weiß ja nicht, wie es jetzt wirklich ist, aber es macht für mich so den Anschein als Außenstehender, dass das Bodybuilding halt sehr nebenbei läuft. Und wenn man dann, oh, diese Fuckfliege, Alter, wenn man da dann, Massefliege. Massefliege. naja, Massepflege, wenn man da dann wirklich einen anderen Sinn im Leben gefunden hat mit Familie und was weiß ich, was heißt Mopeds fahren oder sonst irgendwas. Jetzt gar nicht auf Enrico bezogen, dann sollte man dann auch irgendwann sagen, ey, jetzt ist Zeit, ich habe eine geile Zeit gehabt und jetzt ist es soweit, dass ich es nicht mehr mache, weil so halb dann in dem Ganzen drin hängen und seine Gesundheit schädigen und dann vielleicht noch die Familie vernachlässigen fürs Bodybuilding oder sowas, ist es dann im Endeffekt auch nicht wert, wenn man dann ja nicht das Maximale rausholen kann, sage ich jetzt mal. Und dann auch nicht so das Feuer dafür hat, dass man das halt ja Vollgas betreibt, so, ne? Also, finde ich gut die Entscheidung, aber ich würde mich sehr freuen, wenn die Olympia-Quali auf jeden Fall noch holen kann, so als Abschluss. Ja. Alright. Bevor wir zu den Fragen kommen, ich wollte noch mal ganz kurz einen Blick auf Toronto werfen. Ja, wollte ich jetzt sagen, der Tim macht doch jetzt, da will er, habe ich hier heute gelesen, der Tim will da die Olympia-Quali holen. Genau. Das sieht Achtung, doch ganz gut Steve, aus für jetzt den. passiert was bei dir auf dem Handy. Da-dum. Ja. Hier haben wir die Ja. Starterliste. Die Prinz Liste. Boabang. Ich gehe mal. Hallo? Prinz Boabang. Das Prinz klingt hier. Boabang ist auf jeden Okay. Fall dabei. Tim Burdesheim ist Ich dachte, dabei. einer der Boateng-Brüder macht Bodybuilding plötzlich. Kevin Prince Boateng ist das. Das machen wir als Titel. Kevin Prince Boateng macht Nee, Bodybuilding. den kenne ich. Prinz Prinz Boabang? Boateng.
Jetzt Boateng ist das. Ja. Das ist, aber ihr werdet lachen, mit dem stand ich schon auf der Bühne. Ja? Mit dem stand ich schon auf der Bühne. Kann er was? Der war 2,12er früher. Oh, jetzt anscheinend in der offenen. Tim ist dabei. Dann haben wir den Quinton Area. John Jewett. Mega gespannt. Ach, krass, okay. Hassan Mustafa. Ja, Und Akeem Williams ist auch wieder am Start. es wird ganz eng mit der Quali. Ja, also Tim wird sich keine Quali holen. So weit würde ich jetzt mal behaupten, kann ich mich aus dem Fenster lehnen. Gegen Akim hat er keine Chance, so gegen Hassan, glaube ich. Ja, keine Chance. Wen seht ihr denn Ja, ganz vorne? Was glaubt ihr denn, wer das Ding holt? wenn er in Form ist, Akim. oder Hassan, wenn er in Form ist. Ich habe Es wird Hassan ein gesehen, der ist. Feuer-Call-Out, glaube ich, Akim Hassan. gegen Hassan. Hassan ist Bitte? nicht gut in Form. Akim gegen Der ist Hassan. nicht gut in Form. Hassan nicht, nee, habe ich heute bei den News gesehen. Ah Ich finde, ja. es ist auch leider ein mega hässlicher Athlet. Der hat zwar einen Ja, Haufen der kommt immer schwer Muskeln. in Form. Der kommt immer ganz Was? schwer in Form, der Kollege. Dieser Boa Bang, der hat einfach dickere Arme als Beine. Ja. Ist das denn für ein Typ? Der Beine Mach mal wie ein ein Bild von Boa Bang Plastikteil. auf. Ich muss jetzt Ja. auch mal sehen. Ich muss hier mal ein bisschen schieben. Der ist So. hässlich, Digga. Da wird nichts. Alter, mach Alter, deine bitte. Ausdrucksweise ist immer so geil. Ja, was ist doch nur die Wahrheit? Guck dir mal das Der erste Reel John an. Jowett, der hat sich auch gut gemacht. Ja, auf den bin ich Aber der ist gespannt. eigentlich 2,12er gewesen. Guck mal das erste Video an, ganz oben links. Das ist seine Arme sind einfach dicker als seine Classic-Beine. Mike, mit den seinen Armen wärst du beim Olympia. Ja. Er mit meinen Beinen auch. Alter, guck, stimmt ja. Beine und Arme. Boah, Ja. Alter. Aber da kann doch jeder sagen, da hast du lieber ein bisschen dickere Beine und scheiß Arme als sowas, oder? Da bin ich deiner Meinung. Ja. Ich hätte Wenig lieber mehrere Arme als extrem. Beine. Wen ich extrem interessant finde, ist John Jewett. Ich glaube, der Der wird das Ding. Was ist los? Was passiert? Warum lacht der? Warum lachst du, Steve? Hier sehen wir, okay, was soll das? Was ist das für ein Video? Da redet er noch. Mach das mal aus, da war ein Bild, glaube ich, daneben, oder? Oder ist es. Nein, das ist der labert da rein, glaube ich. Erklärt er sein Posing? Ich weiß es nicht. Erklär mir. Das ist doch blöd. Ah, hier. Ja, Nehmen wir das genau. mal. Ja. Der ist gut entwickelt. Der ist gut entwickelt auf jeden Fall. Der ist auch Der so war auch mal aufgebaut. 2,12er. Der war 2,12er früher. Ja. Ja. Er müsste auch so Tims Größe haben. 1,75 so ungefähr, denke ich mal, ist Nee, der. der ist kleiner. Der ist kleiner. Ja. Ja, also so kleiner als Tim auf jeden Fall. Okay. Gefällt Vielleicht mir ist das richtig so. gut, ey. Den musste Ja. man im Vergleich aber sehen. San Mustafa ist nicht gut in Form, gucke ich auch gerade. Also John Jewett gefällt mir sehr gut. Hassan Mustafa. Schauen wir mal an, ob da irgendwas Neues ist. Wahrscheinlich das hier das Neueste. Die Beine, ne? Mike, hast du dickere Beine als Hassan, oder? Ich habe die dicksten Beine der Welt, Junge. Das ist eine Frage, Alles klar, Entschuldigung. Alter. Entschuldigung. Hat er halt wahrscheinlich wirklich, ne? Der Arsch. Mike hat auch dasselbe Problem, ein bisschen wie Hassan mit den tiefen Cuts in den Beinen. Ja, aber lass ihn mal trainieren, Digga. Aber Mikes Beine sind schöner, die sind nicht so, die sind nur hässlich von dem, weil Ja. die Köpfe so komisch angeordnet sind, finde ich. Ja, wie bei Rubiel, der hat auch so richtige, weißt du? Robert hat keine Köpfe, der hat irgendwie irgendwas anderes, keine Ahnung, was es ist. Dann schauen wir uns nochmal Akim an, da oben ist auch dann vollständig zu haben. Ja. Das Ja, müsste das Kim. Neueste sein. 2 Wochen. Der ist immer so schwarz, dass du nicht siehst, ob der in Form ist oder nicht, Alter. Alter, warum verkauft man noch Carnivore Whey Protein? Krass. Geil, ne? Krass, Und das Muscle läuft. Mets? Ja, sogar Muscle Mets, ja. Ah, das ist das widerlichste Protein, was ich je getrunken habe. Wie viel Fleisch kann ein Mensch haben? Boah. Bin die Also doppelt wenn so. der in Form ist, dann ist Feierabend, Alter.
Also was sagt ihr? Akim auf 1, Hassan auf 1 oder sogar vielleicht John Jewett? Akim Nee, auf Hakim, so 1. ähnlich. War der nicht auch beim Olympia Sechster oder was? 2020. Ja, schon eine Weile her, aber. 2020 war das. So, ach so. Man muss nur Carnivore Beef trinken. Dann seht ihr so aus. Dann geht das. Mit dem Code Mike könnt ihr das euch bestellen. Was? Ich mal wieder weg. Ja, Leute, wie seht ihr es? Wer Akim auf macht eins. es? Und also Akim, seht ihr alle auf 1? Wo seht ihr Tim? Nee, ich sehe John Jewett auf 1. Ich sag auch John Boah, Jewett. echt? Ja, ja Ich echt? sage John Jewett. Ja, ich sag Akim. Ich sage, Conditioning wird wieder hier ganz hoch bewertet und John Jewett wird am meisten Condition von allen kommen. Ja, das auf Könnt jeden ihr denn Fall. sagen, wie groß und wie schwer ist? Das ist für mich die Frage. Ich habe keine Ahnung, wie er Akim in auch Relation zu dem Akim aussieht. aus wie ein Akim ist Kinderleben. easy. Bitte? Akim erdrückt ihn. Und sie werden aus dem, allein aus dem Grund schon Akim nehmen, weil wenn Akim in Form ist, hat er nämlich eine realistische Chance auf die Top 10 beim Olympia, meiner Meinung nach. Ja. Und John Jewett gar nicht. Also, so glaube ich. Habe ich auch. Hab's gesehen. Was ist Ah. denn Ja, ist klar, also wenn Akim jetzt kommt, wenn Hassan kommt, das sind ja beides so Massemonster. Und John da? Jewett daneben steht, der wird klar, der wird aussehen wie ein Kind, aber John Jewett wird halt dermaßen shredded kommen. Und gerade so jetzt auch, was wir bei Martin und Nick Walker gesehen haben, ich würde ihn nicht abschreiben. Aber John kann mit Akim mit der Ja. Masse nicht mithalten. Und Martin und Nick konnten, die waren Kopf an Kopf von der Masse her auch. Da waren es wirklich nur Nuancen, meiner Meinung nach. Bei Martin und Nick Nuancen? Sehe ich auch Ja. anders. Alter, nein. Was? Nein. Ja, hau raus. Von der Muskelmasse her? Du hast es aber auf der Bühne nicht gesehen, Digga. Moment, das ist was komplett anderes. Das Warum eine ist eine denn? Illusion, das andere ist die Linie, das eine Es geht ist doch nur um Italien. Illusion, Also, Alter. Wenn ja, ich natürlich Erfolg. besser ausgehe als du, dann habe ich gewonnen, egal ob ich Aber 20 es Kilo ist leichter bin Fakt, oder 20 Kilo schwerer. dass Nick Walker definitiv mehr Muskelmasse hat als Martin Fitzwater. Und das sieht man auch in den Posen. Also ich fand vor allem von hinten, wo Nick am stärksten war, hast du es nicht gesehen, finde ich. In den Meine seitlichen Meinung. Posen hast du das am, in den seitlichen Posen hast du das am meisten gesehen. Also ich hätte, ja, okay, seitliche kann man streiten, aber. Ich hätte auch den Also vor Fitzwater Sonnen gesehen, hinten wenn hast du das. nicht. Sonst aber die Illusion von Martin. Also ich hätte auch Martin gewinnen lassen. Also Ja, ich auch. ich Nämlich hätte auch, gesagt, das ist der ja. Gewinn. Ne? Also, aber das ist halt. Das siehst du, also meiner Meinung nach war diese Illusion durch Martin nur erschaffen, dadurch, weil er so gut in Form war. Und wenn John Jewett gut in Form ist und die anderen beiden eher halbwegs oder bei 80, 90% rumgurken, wird John Jewett halt diese Illusion aufrechterhalten und gegen die gewinnen. Also Und ich aktuell weißt du, auch. was ich immer so denke, so kleine Athleten. Die wirken dann anders, als wenn du so einen großen daneben hast. Wie groß ist denn Also, der jetzt? Ist er größer als Hassan oder kleiner? der Ja, ist das ist für mich halt auch die 1,85, Frage. Alter, der Akim. Wie viel? Ich glaube 1,85, oder? Der ist so ein Riese. Nee, So so wie groß ist ich. nicht. Das glaube ich nicht. Riese So nicht, aber groß so ist er nicht. 1,80 glaube ich schon. Ja, für Ja, Bodybuilder ist gut. das riesig. Das ist halt die Ja. Frage jetzt. Aber wenn er jetzt wirklich 1,80 ist, dann wird er ihn wirklich erdrücken. Aber wenn es 1,75 ist oder was, bin ich auch dafür, dass Jewett da gewinnt. Weiß ich nicht. 5'10". Wie Also viel? wird er sein, 5'10", also um die 1,75. 1,8. 1,75 Ja, ungefähr. Ja. genau. Das ist echt so Mein klein, so groß wie ich, Alter. Wahnsinn. Also ,78. Ja, gut. mein Dark Horse wird sein, wer gewinnt. Tim Budesheim. Meiner Prinz Borbang. Prinz Boateng. Und bei mir Prinzessin Deswegen. Diana. Ja. Nee, Steve, du sagst, Tim Budesheim kann das Ding holen? Man weiß ja nie. Warte mal ab. Auf einmal kommt er da und ist so wie Emir damals in New York so und dann ist er da, macht einen zweiten. Aus dem Nichts. Also ich Kann glaube, der er kann auch auch Tim schaffen. Top 3 platzieren, Tim. Ja. Wenn es gut läuft, aber nicht gewinnen. Wenn ein absoluter Bestform kommt, dann kann er die Top 5 schaffen, meiner Meinung nach. Und sonst wird es sehr, sehr eng. Wenn er die kleinsten Verfehler hat, also in New York hat mir Tim auch viel, viel besser gefallen als jetzt auf der Kelly Pro. Ja, mir auch. Da war er wieder ein bisschen, also ich meiner Meinung nach war er überladen. Ich Er muss weiß aber, online dass. sein. Er muss Was? online sein.
Was war mit dem Online Online. gemeint? Das war, hat er keinen Stoff Aber dabei geil, er gehabt muss oder online was? sein. Wenn Tim online ist, dann wird's böse. Sag ich euch. Ich schau mal kurz, ob er online ist. Der Manuel meinte, dass er mit dem Kopf nicht ganz dabei war auf der Bühne, dass er draufgegangen ist und komplett abwesend war. Das Ja, meinte er davon wird die damit. Form aber nicht so, dass du so overthrilled Ach. ausschaust. Also Nein, das. ich persönlich denke, dass er gegessen hat, weil ich weiß, wie Manuel vorgeht und Manuel würde nie zu aggressiv laden, vor allem bei einem Typen wie auch Tim, der dann sofort Form verliert, wenn er ein bisschen drüber ist, oder sofort die Wirkung verliert, wenn er ein bisschen drüber ist. Wisst ihr, wo ich schockiert war, wo Kevin das gerade im Essen sagt? Ich weiß ja nicht, wie ihr so seid, aber als ich gehört habe, der steht dann manchmal nachts auf und hat sich dann irgendwie 300 Gramm Haferflocken reingeschraubt oder sowas. Hat habe ich mein Leben noch, habe ich mein Leben noch nie gemacht. Nee, ich auch nicht tatsächlich. Nicht. Also nächtliche Fressanfälle habe ich nicht. Tägliche, ne? Am Tag. Das fand ich so schockierend, dann immer so zu hören, so, als man Ja. sich dann nicht so unter Kontrolle hat. Keine Ahnung. Das fand ich auch krass. Auf Aber wen ich fand es cool, dass er auch darüber gesprochen hat. Ja, Auf ich wen, kann wer es aber denn? nicht nachvollziehen. Wer? Tim. Tim. Warum hat er darüber gesprochen? Berganikus. Dedim. Dedim hat Ah. darüber gesprochen. Da hat Berganikus gesagt, dass er ab und zu mal so nachts aufgestanden ist und sich dann 300 Gramm Haferflocken gemacht hat, weil er so Cravings hatte. Was in der Art habe ich aber tatsächlich auch gehört, aus dem Lager von den Österreichern, sage ich mal. Habe Dass ich auch da schon gehört. wohl nicht so sehr die Pläne befolgt wurden und deshalb die Form am Ende nicht so war. Kann ja sein, ne? Aber ich finde, Manuel hat ihn halt dann vielleicht ein bisschen besser unter Kontrolle oder kriegt ihn besser hin. Keine Ahnung. Naja. Aber ich habe auf jeden Fall geguckt, Tim ist online. Das heißt, das wird gut. Der ist hier gerade online. Also, Tim, wir drücken dir die Daumen, wir rooten für dich, ne? Mach das mal klar da. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe tatsächlich mindestens drei vor Tim, vielleicht auch sogar vier. Wenn die alle auf 100% kommen. Aber bei Quinton ist ja auch die Frage, wie gut er kommen kann, weil er ja ohne Coach arbeitet jetzt. Es ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, so wie Martin sagt, er könnte theoretisch auch die Top 3 schaffen, wenn zum Beispiel ein Hassan Musaffa mit der Form daneben haut, was ja auch öfter passiert, dann, oder andere dann noch ein bisschen so am Schwächeln sind, dann kann es auf jeden Fall sein, dass wenn Tim dann sein bestes Paket bringt, dass er dann da vorne reinstößt. Auf jeden Fall. Genau. War ein bisschen verwundert, Emil nicht auf der Liste zu sehen. Ich hatte gedacht, dass der noch Toronto dranhängt. Aber wer auf jeden Fall dabei ist, ist Lena Rammsteiner. Die fliegt nach Kanada. Ja. Ja, Can Kaspel startet auch. Ja, Stimmt. stark. Mega. Dann haben wir auf jeden Fall zwei starke Figurathleten da drüben. Ja. Viel Erfolg euch, auch Mädels. Gut, ich würde sagen, wir Also machen noch ein paar. Prinz Boateng und die Fitnessprinzessin. Das wäre doch was, oder? Oh no. Da auf jeden Fall die Prom Queens. So, ich wollte sagen, wir machen ein paar Fragen und hier fragt eine, da müssen wir gleich Steve durch mal als Experten nehmen. Gibt es wirklich sowas wie ein Chorgasm? Was ist ein Was? Chorgasm? Was? Also Was? Doch. Chor wie der Chor, der Das ist ein Körper. Orgasmus, den eine Frau während dem Training bekommt. So, Steve, Ist die eine gibt Frau oder sowas? was? Hä? Kennen Sie damit aus? Nee. Das haben Keine die auch Ahnung. bei Bauchübungen, wenn sie Ich habe den das sich im schon voll oft Beckenboden von Mädels anspannen. gehört. Auch Das von kam Frauen. Frauen Mädels gehört, ja. Aber wundert mich Das nicht, habe ich dass jetzt auch Martin das schon weiß. Wundert mich nicht, dass Martin das weiß, du, der gehört. Schlingel. Also gibt es sowas wirklich? Ja, also bei Bauchübungen oder sowas, wenn sie ihren Beckenboden anspannen, können die einen Orgasmus bekommen. Aber ja. Weißt du, dann gibt Und man sich so Mühe und die kriegen es einfach hin, indem sie Bauchübungen machen, oder ich was? wollte gerade sagen, Alter, dann bist du am Rödeln und am Machen und dann machen die eine Bauchübung und dann ist auf einmal Sag seiner passiert. eigentlich noch ein paar Bauchübungen machen wir Ja. währenddessen. So crunch mal jetzt. Nein, aber das stimmt wirklich. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau so heißt, aber ich weiß, Frauen können bei Übungen einen Orgasmus bekommen. Das ich weiß ja, ja. Auch bei der Adduktoren? Weiß ich nicht. Steve, wann können jetzt Frauen im Gym einen Orgasmus kriegen? Sag doch mal. Wenn Sie mich sehen. Ja, das dachte ich mir nämlich. Wenn Sie mich trainieren sehen. Also ja, scheint es zu geben. Martin, welche Bauchübung muss man machen jetzt? Das weiß ich nicht, aber ich habe schon gehört vom Beinbeuger liegend, dass das passieren kann. Wahrscheinlich, weil du da so das Becken anspannst. Keine Ahnung. Ja. Aber sie ist so eine Nee. alte da, dann macht sie so 100 Wiederholungen.
So. Deswegen ist der mal Komplett besetzt. angespannt. Oh Deswegen ist er Mann. besetzt, ja. Oh. Mir Scheiße. wurde berichtet bei dieser Bauchübung Sit-Ups mit diesem komischen Reifen da, also wo man sich da reinsetzt, dass Ach, darunter danke. halt mein Orgasmus entstehen kann. Also ich denke mal, jede Art von Crunch oder Sit-Up. Okay. Okay. Na gut. Hab jetzt alle morgen so im Gym, siehst du, alle so Sit-Ups. Ich bestelle gerade diese Bauchrolle da auf Amazon. Boah, Gott sei Dank haben wir Männer das nicht, Alter. Das wäre ja Stell dir mal das vor, wär Katastrophe. wenn jedes Mal im Adduktor erstmal so eine Latte kriegen. Okay. Habt ihr mal Viagra zum Training gefressen, als für Pump? Ich hab's Nee, mal Cialis. Ich vom hab Cialis Wettkampf. Ja, das anprobiert. kann auch in die Ich Hose auch. gehen. Ne? Ja. Es kann in die In die Hose Hose gehen. gehen. In die Hose Ja. gehen. In die Hose gehen. In die Hose gehen. Steve, hier fragt auch noch jemand, Tipps gegen einen extrem behaarten Oberkörper. Kannst du helfen? Gegen. Rasieren Da ist jemand sehr haarig. Hast du Tipps für ihn? dann, weißt du dich. Der haarig, rasieren. Ah, Wenn man okay. haarig ist, ist man haarig. Das ist man halt. Mit Stolz tragen, Es oder? kommt. Boah, ich habe mal Keine meine Tipps. Rückenhaare wachsen Rasieren. lassen, Alter. Jenny ist mal auf die Idee gekommen, Oder meine Rückenhaare mit Stolz wachsen. tragen, genau. Das war so schlimm. Das war das Schlimmste, was ich erlebt Was? habe. Wachsen? Was? Rückenhaare wachsen. Jenny hat mal Ja. die Idee gehabt, Kaltwachsstreifen zu benutzen an meinen Rückenhaare. Und meine Rückenhaare sind wie Barthaare, Alter. Das tut so weh, das ist so übel. Und Und danach dann hatte können wir ich den ganzen inhalieren. Rücken so voller Pickel, Alter. Das konntest du dir nicht vorstellen. Ja, Boah, dann ich hast du weiß wenigstens gemacht. bei Steve weiß ich das im Thai-Report, wo der entwachsen wurde und dann war alle komplett voller Pickel, Alter, seine ganze Brust. Ja, Ja, was ist richtig gut das gemacht ist, worden. boah. Keine gute Idee. Ja. Habt Ach ihr nee, euch aber schon das mal kommt mit noch Regen an. Da gefräst? muss richtig gut gemacht werden. Also richtig Profis müssen das machen. Habt ihr euch Und mal dann kriegt man gefräst? keine Pickel. Was? Mit Dann kriegst du keinen Lasern? Pickel. Wenn du das, hat irgendwas zu tun mit, wenn das, wie gesagt, wenn das nicht so akkurat gemacht, dann kriegst du Pickel halt, weil dann die Dinger nachwachsen und in die Haut einwachsen. Also dann ist es nicht richtig raus oder so, die Wurzel oder irgendwas. Eben Also, so. ich weiß, ich würde so oder so Pickel bekommen. Meine Haare wachsen einfach rein, wenn die irgendwie epiliert rausgezogen werden. Selbst Nassrasur reicht bei mir. Egal welche Technik. Bei mir ist, ich kann nur Genau, mit einer genau. Maschine. Genau, so bin ich auch. So bin ich auch. Ja. Das so geht bei mir auch nicht. Auch Pickel. Ja. Du hast gerade Lasern angesprochen, richtig? Ja, hat jemand Erfahrung damit? Weil ich will das machen, Alter. Ich hasse meine Nee. Rückenhaare. Ich kenne solche Leute wie Steve, aber die sind von Natur aus so behaart, sind Russen. Die haben das gemacht, und bei denen kam das sofort alles. Also, ich habe das lang genug gemacht, auch regelmäßig danach noch. Und dann kam es Lasern? Stellen, Lasern, ja. Dann kam das Ja. stellenweise wieder, so richtig mit Flecken. So, dann auf einer Brust weniger, auf der anderen mehr und sowas. Und derzeit zur Nachbehandlung, Nachbehandlung, Nachbehandlung gegangen. Und irgendwann hatten die keinen Bock mehr. Investiert 3000 Euro so, und dann war das immer noch fleckig und dann kam alles wieder. Scheiße. Also, ich habe bis Okay. jetzt von so Leuten, die trainieren und so weiter, nur Negatives gehört. Herr Dommer hat das doch auch gemacht, oder? Hat er mal erzählt, stimmt. Glaube. Also Dom hat ja auch so Schweißdrüsen veröden lassen da unter den Armen, aber ich glaube, der hat auch mal sich Rückenhaare oder so lasern lassen. Oder meint auch, das hat nichts gebracht. Hier eine coole Frage. Und zwar haben ja im Muscle and Fitness Podcast die Leute eben ja angeboten, mal 4 Wochen in so ein Trainingscamp zu gehen. Ne? Die Frage ist jetzt an euch: Mit wem würdet ihr am ehesten 4 Wochen ins Trainingscamp gehen? Mit Chris Cormier, mit Dennis James oder mit Milos? Dennis Milos. James. Ja. Boah, ich habe keinen Milos, Bock auf diese. diese Time-Under-Tension-Scheiße. Diese Sch aber noch schlimmer ist sind Giant-Sets. Die bringen, also Rüstung Ross, die kannst du mal machen. Stimmt. Aber Giants sind ja noch beschissener. Ja, das stimmt. Und Was mit Chris Cormier? Chris Cormier sieht aus wie so ein Mithängsel, der rennt aber bei Ja, das Nexilla mit stimmt. rum. Und so wie so ein Mitläufer, Alter. So für mich wie Ja. so ein Opfer früher in der Schule, der immer mitgelaufen ist bei den Coolen. Ja, also ich würde zu gar keinem gehen. Ich würde die Einladung von gar keinem annehmen, weil ich Ja, mich von stimmt, Al-Qaim von James. dir trainieren lassen würde. Trainieren nicht, aber ich würde gerne mit Milos rumhängen, ein bisschen, ein paar Storys mehr anhören. Ich glaube, der hat richtig witzige Storys auf Lager. Habe so diese Story der Geister der vergangenen Weihnacht habe ich irgendwie so gefressen mittlerweile. Das ist der Ja, was? Einzige, Patrick Tour würde der. ich wählen. Wen? Was? Patrick Tour, ich will mit Patrick trainieren. Warst mal bei Nein, Patrick. ja, ich hätte auch zu ihm fahren können, aber das habe ich dann nicht gemacht. Werde ich aber mal machen, hundertprozentig.
Von der Patrick hatte ich echt viel. Patrick würde ich mich auch mal trainieren lassen, ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich würde auch das Chef sehen von den dreien. Finde diese Videos in Thailand so legendär, wo sein schwarzer Trainer hinter ist und ihn da so anschreit und er, come on! Und der auf der Schotterpiste da am Lunges machen, stört. Das ist für mich einer der geilsten. Also 3 Stunden hat sich angucken, brutales Training, einfach nur geil. Ja. Mag ich. Wisst ihr, wie Chris Cormier trainiert hat? Keine Ahnung, wie ein Mitläufer. Aber er hat doch auch Breon Ansley vorbereitet, oder nicht? Nee, ich glaub nicht. Ich dachte Oh, ich schon. glaube schon, ich glaube schon. Ich dachte, er ist von Breon und von. Ist er nicht bei Andrew Jack auch mit drin? Nee, Andrew Na, Jack stimmt. ist jetzt bei Chris Cicito, oder? Okay. Okay, habe ich Weil das Sito macht vertauscht. ja auch nur Ernährungspläne, ne? Ja, eben. Stimmt, Also stimmt. kann er noch einen Coach Ja, haben. Also könnte sein, ja. bei den Leuten, die ich bei Sito kenne, die kriegen alles. Ernährung und Training nicht, aber Supplementplan auch. Sito. Ja. Ja, klar. Ja. Aber Also Training macht Ernährung er und nicht. Sub. Training macht er nicht. Ja. Alright. Frage an Steve noch eine. Planst du ein Comeback und wenn ja, in welcher Klasse? Wellness-Klasse. Mal sehen. Mal schauen. Schauen wir mal. Es kommt. Aber eigentlich wieder 2012, denke ich mal. Ja. Ja. Aber Comeback ist in Planung. Naja. Sehr schön. Immer noch Prag oder was peilst du an? Ja, mal sehen. Mal sehen. Wenn alles so gut läuft, kann Prag sein, aber. Ich mache mir jetzt nicht heiß, wenn nicht dann nächstes Jahr Ja, irgendwie. alles klar. Wenn Steve ab morgen zu meinem Coach kommt, dann steht er aber in Prag und gewinnt Prag. Mit Ansage. Ja. Oh ja. Muss ich kommen, da muss ich ja kommen. Ah, du kommst nicht, du. Ich kenne deinen Kopf. Ich kenne dich schon jetzt. Mittlerweile kenne ich dich zu gut, Steve. Ja, wie sieht denn das aus? Du hast ja nie einen Coach wirklich gehabt. Wäre das jetzt mal was, was dich nochmal reizen würde? Er hat doch mit Dennis zusammengearbeitet. Dennis Wolf, ja. Ja. Mhm. Hat auch nicht geschadet. Ja. Fand die Form auch gut. Ja. Ja, wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Ich kenne das auch. Ja. Na gut. Wir lassen es mal offen. Okay. Kevin, dich fragt jemand, ob das mit deinem Blutzucker sich geregelt hat. Ja, ich bekämpfe die Symptome. Also mit GDA habe ich das natürlich wieder in den Griff gekriegt und nein, also ich nehme natürlich ein bisschen was zum Blutzucker kontrollieren dazu. Also wir haben es probiert, das normal in den Griff zu kriegen, aber sobald ich jenseits der 500 Gramm Kohlenhydrate bin, fällt mein Körper dann wieder in die alte Problematik rein und ich habe dann entweder die Wahl aufzuhören oder halt ja, Mit das zu tun, Formin was? und ordentlich mit Formin rein. Ja, hatte ich, Alter. Ja, hattest du schon. Ich weiß es ja nicht, keine Ja, Ahnung. so, sorry. Nee, hatte ich schon. Also das hat alles nichts gebracht. Ja, dann Also ich hatte dann nahtlos. teilweise trotz Metformin und GDA hatte ich dann teilweise einen Blutdruck von 180, Alter. Ja, dann gibt es halt noch 2 andere Möglichkeiten. Ja, und die Blutzucker. zwei anderen Möglichkeiten mache ich. Ja. Ja. Right. Aber schön, dass es wieder weg ist. Der war gut. Hauptsache gesund, ne? Hauptsache gesund, das ist das Wichtigste. Das Diabetes, aber egal. Hier fragt jemand, ich glaube, es geht auch dann vielleicht mal an Martin und Dwayne. Womit sind die überteuerten Preise bei Coaches gerechtfertigt, die teilweise 300 bis 400 € monatlich nehmen? Also erst die Leute, die verstehen nicht. Also wenn du das mal runterbrichst auf einen Stundenlohn, dass wir übelst schlecht verdienen, dass die Hälfte fürs Finanzamt drauf geht Wirklich und die Hälfte. wenn da wirklich, dass da wirklich fast gar nichts übrig bleibt. Das heißt, wenn du 100 Euro verlangst für ein Coaching, kannst du einen Scheiß kannst du damit leben. Na? Also nur um zu überleben, ich finde alles unter 200 Euro brauchst du nicht zu coachen. Dann mach einen anderen Beruf. Na? Also. Ja, nebenberuflich halt, ne? Ja, dann kannst du es nebenberuflich machen, wie gewisse andere, die sich über Coachingpreise im Internet aufregen, aber selber nicht hauptberuflich Coach sind. Aber wenn du wirklich hauptberuflich das machst und auch wirklich
mit einer gewissen Qualität das machst, na, so wie Twain, so wie ich, und auch mitfliegst und immer vor Ort bist und 24/7 die Sachen, dann ist der Preis mehr als gerechtfertigt. Ich finde es sogar noch relativ günstig, wenn ich ehrlich bin. Ich muss Ich auch finde es auch sagen, ich meine, gerechtfertigt. Also ja, das Außenstehender ist finde ich ja. es auch gerechtfertigt, vor allem dem Kopfstress, den man hat, das können sich manche gar nicht vorstellen. Dass du aufwachst und dann als Coach, so wie Martin oder Dwayne, dann vielleicht schon dein ganzes Postfach mit 20 Nachrichten voll hast oder dann schon denkst, oh Kacke, jetzt muss ich die erstmal runterrattern. Dann kommt dann wahrscheinlich immer noch mal eine Nachricht danach, eine Gegenfrage oder sowas. Und dann geht es dann schon mal 10, 15 Minuten pro Person, denke ich mal, bei manchen auch länger. Also deswegen, Ich und habe wie schon. gesagt, die Coaches, die müssen ja nicht so teuer sein, wenn sie, also wenn den Leuten mehr von ihrem Geld bleiben würde, dann müssen die ja nicht so teuer sein. Also beschwert euch beim fucking Staat, dass der einfach so fucking viel Geld mittlerweile abzieht, Alter, dass es fast schon eine absolute bodenlose Frechheit ist. Und es geht ja nicht nur den Coaches so, sondern es geht uns ja allen so, die auch normal arbeiten, sage ich jetzt mal, ne? Also nicht selbstständig sind. Und gerade die Selbstständigen, die haben es ja noch viel schlimmer eigentlich, weil die dann noch Krankenversicherungen, was weiß ich, was den ganzen Scheiß noch selber bezahlen müssen. Und das muss man auch mal irgendwie bedenken, ne? Und ich meine, ich finde es halt auch schon immer, dass dann jeder oder viele Lifestyle-Leute dann sich einen Coach für 200 € suchen. Da denke ich mir dann auch, Junge, warum suchst du dir einen Wettkampfcoach Martin Hahn oder einen Dwayne aus, die eigentlich Athleten hinstellen, damit du 10 Kilo abnimmst? So, dann weißt Die Preise sind vollkommen gerechtfertigt. Es gibt ganz viele namenhafte, also jetzt nicht in dieser Bodybuilding-Szene, sondern Lifestyle-Coaches oder halt auch ja. Pfeifen. Digga, ich war mal beim Physio, ist egal bei welchem, der hat ein Coaching-Paket angeboten. Der hat nur High-End-Kunden und die zahlen bei ihm 800 € im Monat. Ja. Und der hat 5 oder 6 Geräte bei sich dort in der Physiotherapie-Praxis stehen. Für Physio zahlt es natürlich extra. Der labert die ein bisschen voll, was Sport angeht, Ernährung angeht. So, dann zahlen die nochmal extra für die Physiobehandlung, sind dann im Monat 1.000 bis 1.500 € locker mal weg. Und das für ein Lifestyle-Coaching. Da müssen sich mal die Leute, das ist genau wie dieses Meckern über ein geiles Gym, was 80 € verlangt im Monat. Ja. Man unterschätzt auch sehr oft, dass als Coach bist du halt auch wirklich irgendwie Therapeut, du beeinflusst das Leben von diesen Menschen, ne, wie sie sich fühlen, wie der Schlaf ist. Es ist nicht nur so, hier kriegst du einen Plan, jetzt werd breit oder werd dünn, sondern wir müssen sehr, sehr, sehr viele andere Sachen auch noch, ja, organisieren in deren Leben. Ja. Wir achten darauf, dass der Stresslevel runter ist, wie schon gesagt, der Schlaf optimiert ist. Wir müssen 50% von unseren Einnahmen abgeben. Wir haben eigentlich, auch wenn das unfassbar viel Spaß macht, wirklich, muss ich immer noch sagen, ich liebe meinen Job. Aber wir sind eigentlich 24/7 über ein ganzes Jahr irgendwie die ganze Zeit bei der Arbeit. Wir müssen Ja. irgendwie immer was machen. Richtig abschalten gibt es da nicht. Und das ist erstmal in Ordnung. Es geht vielleicht ein Jahr gut, aber über die Jahre läppert sich's auf. Und das ist halt auch nochmal ein Stress, den man unterbewusst irgendwann, der wird irgendwann viel. Ja? Und wie ihr schon sagt, es gibt Coaches, die verlangen 500, 600. Hier mein Kniecoach, den ich als erstes angefragt habe, hat 800 € im Monat verlangt. Ja? Alles gut, ist teilweise auch gerechtfertigt, aber 200 bis 300 €, das ist halt für jemanden, der quasi dein Leben organisiert und deine Qualität in deinem Leben steigert, in Ordnung. Das ist wirklich in Ordnung. Ich Ja. genauso. Ja. Und ich habe auch schon von anderen gehört, die aus einem anderen Bereich kommen und auch so Coaching machen, dass es lächerlich ist, die Preise. Also die waren geschockt, als ich gesagt habe, was ich verlange. Und ich habe denen mal gezeigt, was ich anbiete, was dazu alles gehört und so. Dann haben die gesagt, das ist lächerlich. Dafür würden die niemals, würden die das für diesen lächerlichen Preis machen. Und dann gibt es wirklich Leute, die finden das zu beteuert. Ich denke mal, auch so Business Coaches, die werden auch richtig, richtig sich bezahlt, also sich richtig gut bezahlen lassen, denke ich mal, für den ihr Wissen und sowas. Und ich meine, da steckt ja auch eine gewisse Erfahrungsschatz dahinter. Jeder von uns, beziehungsweise auch jeder von den hauptberuflichen Coaches, hat ja auch mal in sein Wissen und in seinen Erfahrungsschatz dann investiert. Also jeder hat mal jemanden umsonst vorbereitet, um quasi zu zeigen, was man drauf hat oder aus Nettigkeit, was ein Freund war oder sowas. Und irgendwie muss sich das ja dann auch bezahlt machen, wenn es weiterhin Coaches geben soll. Weil wenn dann jeder für 100, 150 € gecoacht werden will, dann gibt es halt bald keine guten Coaches mehr. Weil die guten Coaches dann sich irgendwas anderes suchen. Und ich schwör's dir, am Ende des Tages sparst du sogar Geld. Weil die Leute, die keinen Plan haben, die kommen ins Coaching, keine Ahnung, ballern 3 Gramm Stoff die Woche, sehen so aus. Ja, Mann. Dann nimmst du denen erstmal alles raus und Ja. plötzlich ist die viel besser. Also die sparen auch an den richtigen Enden am Schluss, anstatt sich dann 100 Ja. und Supplements noch zu kaufen und sowas, was sie alles gar nicht brauchen. Und haben dann quasi einen Leitfaden, wie sie an ihr Ziel kommen. So, also im Endeffekt sparst du Zeit und du sparst Geld.
Ja, und sie haben ja auch noch einen Therapeuten und da musst du ja auch immer dann, Athleten fangen ja auch Spinnen an immer und dann musst du da noch quasi ja, therapeutische Arbeit leisten, also jetzt natürlich nicht fachlich, aber schon in gewissem Maße und dann ist der wieder zu dünn und der hat wieder zu viel Hunger und da brennt dann wieder was und gerade bei Martin mit Frauen, da will ich gar nicht anfangen, Alter, was der da teilweise für Eskapaden haben muss mit was weiß ich was, Heulkrämpfe, ich habe ein Eis gegessen oder dies oder das und bla 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 und ja, also würde ich nicht tauschen wollen mit dem Martin, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob Dwayne jetzt viele Frauen hat, aber bei Martin weiß ich halt, dass er viele Bikinis hat. Du erinnerst du viele Frauen? Boah, ich würde Ich jetzt meine nicht sagen, im von Coaching, 10. Alter. Ja klar, Digga, ich habe nicht viele Weiber. Was glaubst du denn? Auch da hinten. Nein, Quatsch, aber. Nein, Ja, aber du hast im schon sehr Coaching viel würde ich Coaching, sagen ne? so 10%. Ich habe natürlich mehr Männer. Ja. Ja, Mike muss ich nicht fragen, der macht sowas nicht nebenberuflich, der macht nichts nebenberuflich, der. Nein, ich darf nebenberuflich kein Geld mehr verdienen. Siehst Deswegen du? ist er mir alles eingestampft. Ich muss jetzt meine Millionen wieder abgeben, leider. Ich war Hm. eigentlich schon Millionär, wollte eigentlich abhauen, aber jetzt geht es nicht mehr. So ein Scheiß. Steve, wie viele Frauen hast du? Ja, eine. Einsam oder rein? Bewerbungen Einsam. gehen raus. Steve, Martin kann ich mal habe schon. erzählen, wie war das mit dem Eis? Heulkrampf beim Eis oder wie war Das habe ich gesagt. das? Aber gibt es so Storys, so, wo Ach, du dann. safe, ich wette drum, Alter, da gibt es, dass er in jeder Saison bestimmt drei Weiber hat, die fressen nachts und dann anrufen und sagen, oh, was habe ich getan? Es tut mir so leid und bla 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 bla. Ich Wenn du finde, willst, was es alles gibt. Martin sieht Roman Fritz ähnlich, wenn er so sitzt. Was? Oder? Wo? Roman Fritz ohne Muskeln oder was? Was? Roman Fritz im Dünn. Nee, vom Kopf her aus war es auch, also so. Ja. Unterkiefer nach vorne. Aber ich habe doch nicht so einen riesen Kiefer, oder? Wie Roman. Nee, aber es sah gerade von unten so aus. Du bist auch natural, deswegen. Martin, erzähl doch mal, wer ruft dich öfter an und sagt, ich habe Scheiße gebaut? Sind das Frauen oder sind das Männer? Es gibt tatsächlich sogar beides. Ja. Muss ich sagen. Ja, wer ist öfter? Wer ist öfter? Nee, schon öfters die Frauen. Aber ich glaube, bei Männern ist so, die haben ein Ego-Problem, um dann sich auszuheulen oder sowas. Und die Frauen Ja, sind ich glaube, so. Männer lügen öfter, die verschweigen es dann. Ja, genau. Aber es gibt Bro, ich auch. weiß nicht, wo die 3 Kilo herkommen. Ich kann es mir nicht erklären. Ich glaube, ich habe Wasser gezogen. Ich sag dir wirklich, es gibt Typen, die machen 30 Minuten Cardio, essen 3000 Kalorien und heulen dir ein Ohr ab, wie schlecht das ist. Der Diät. Und du denkst dir so, du Wichser, ich musste 2 Stunden machen. Ja. Denkst du doch nicht über deine Klienten, du sagst doch nicht, du wichst zu denen, oder? Nein. Ich denk's mir halt so. Ja. Du So denkt der fragtest nicht, Martin über denkst es euch. nur. So So denkt der denkt. Martin über euch, Und Leute. dem macht ihr die Taschen Und voll. dem zahlt ihr Geld. Ist so, Alter, damit er Und er schön denkt nur, Porsche ihr fahren Wichser, kann. nur 200 Euro, viel zu günstig. Ist so. Die anderen Business Coaches haben gesagt, ich bin viel zu günstig. Ist so. Ihr Wichser. Und wegen dir habe ich schon meine Klientin verloren. Lieben Gruß, Janina. Ja. Aber du hast auch wegen mir einen gewonnen. Oder nicht nur einen wahrscheinlich. Ja, also der Papa von Luca Koch, von dem Veranstalter, der ist jetzt Ja. auch. Ihr guckt über zwei schon, allein von dem Der bei Seminar. den Masters starten. Und halt dieser Junior, der sich präsentiert hat, der startet auch nächstes Jahr. Ja, siehst du? Das bin ich Mike, gespannt, wärst du Alter. mal beim Seminar gewesen und Steve? Da habt ihr echt Dann was wäre verpasst. ich auch zu Martin ins Coaching gegangen. Wahrscheinlich. Oh, Steve, dich hätte ich gerne mal bei dem Fisch gesehen. Ja, hab ich ja schon durch. Habe ich ja schon gemacht. Oh, und? Ja? Habe ich auch schon mal. Habe ich mit Rico Lopez und so und von Neosubs-Jungs damals, vor 2 Jahren mal. Und? Wie Ja, fand's? war jetzt, ja, warm. Oder unser Fisch war nicht so stark, ich weiß nicht. Ja, unser auch nicht, Wart glaube ihr in einem Raum oder wart ihr draußen? ich. Wir waren sogar im Raum. War im Winter. Ist bei Kevin auf der Arbeit das irgendein Spaß die ganze Zeit? Nee, da haben es alle gegessen, außer ich, Alter. Die Bei haben es dir auf der gegessen, Arbeit verrückt. fressen die das? Die haben das gefressen, ja. Wow. Heftig. Aus der Dose. Ja, Ja. Mann, aus der Dose. Ich habe das Video reingeschickt, Alter. Könnt ihr euch noch angucken. Ich dachte, das wäre ein anderes Video. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich deine Kollegen Nee. sind. Du hörst doch Nein, weil Kevin.
Dem Kollegen, dem Kollegen hat es so gut gefallen, dass er gesagt hat, okay, ich bestelle es jetzt auch. Ich will das jetzt auch machen. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann hängen wir halt 20 Minuten an die Mittagspause dran. Das war auf der Nachtschicht und dann haben wir den aufgemacht und die haben den eiskalt gefressen, Alter. Ich habe es selber nicht glauben können. Also das war zwar anscheinend richtig eklig, aber heftig, ja. Alle fressen den und du hörst nur Kevin Ja, ich Hühner. habe die ganze Halle wieder zusammengeschrien, Alter. Hast du wieder gekotzt? Nein, der andere hat gekotzt, also einer hat gekotzt, der es gegessen hat. Ja. Aber ich habe gesagt, das war das letzte Mal, dass ich mich auf den Fisch einlasse. Ich nie wieder. Das war's. Oh. Haben die Tage danach berichtet, wie das war, mit Aufstoßen oder? Keine Ahnung, Alter. Also, ich weiß nicht, wie die Das es waren geschafft haben. bestimmt so Deutsche Bahnrussen besoffen, die einen Fisch Ja. aufmachen, den aber weghauen und Nein. weiterarbeiten gehen Also und du sitzt. ein Russe war dabei, ein Albaner, ja, das sind zwei Ja. so harte Hunde. Der eine kommt aus dem albanischen Dorf und schlachtet selbst immer so und so, weißt du halt, so wie so die Albaner halt sind. Und ne, sondern die anderen zwei waren zwei Deutsche, aber die hat es auch am schlimmsten dann erwischt. Und ein Marokkaner, dem hat das auch gar nichts ausgemacht. Der hat nur gesagt, oh, salzig, ne? Und Und so. Ja, du genau, salzig ist halt scheiße. musst überlegen, bei uns kam der Gestank doch irgendwie ein, zwei Tage danach immer wieder in die Nase rein. Ja, Mann. Überleg mal, du hast das gefressen. Steve, hast du es gegessen? Boah, Junge. Wir hatten, glaube ich, auch. Weiß gar nicht mehr. Ich habe es auch auf Video irgendwo. Mit Uwe war Boah. das. Doch, wir haben sogar auch ein bisschen probiert oder so. Aber irgendwie war der nicht Verrückt. so doll, wieso nicht so stark? Wie, keine Ahnung. War so eine gelbe Dose oder. Ja, die hatten wir auch. War die nicht rot? Fand's auch nicht so schlimm. Ja, mein Kollege hat Gelb-rot? gesagt, je älter der ist, umso aufgeblähter die Dose ist, umso schlimmer ist der. Ja, die war ja schon richtig aufgebeult bei Ja, aber uns. Ja, Mann. also unserer war auf jeden Fall schlimmer, den wir hatten, habe ich das Okay. Gefühl gehabt. Ja, aber da gibt es ja im Aber für... Internet richtig geile Videos, wo auch so, wo die da sitzen und Naja. schon beim Aufmachen schon im Freien richtig meterweit daneben sitzen und schon kotzen. Ja. Boah, ich habe ja Lachs danach gegessen, ne? Du Boah, bist so dumm. das war so widerlich, ne? Dieser Geruch, Ja. boah. Der Geruch Also, von es seinem hat Lachs war schon gut. so scheiße, Alter. Ja, Mann, boah. Nein, Ich habe gar nicht mitgekriegt, das hat mir erst jemand im Nachhinein erzählt, ich sollte den ja wegbringen. So, ich hatte den dann in dieser Mülltüte, aber ich habe keinen Mülleimer gefunden. Ich bin die ganze Zeit damit rumgelaufen, das hat so widerlich gestunken, bis irgendwann so eine Dame auf mich zukam und meinte: Pass mal auf, ich entsorge den. Ist ja, danke schön, hab ihr den gegeben und die ist halt dann wegmarschiert. Die hat aber auch keinen Mülleimer gefunden, ist zurückgelaufen, hat den in der Halle entsorgt. Alter. Ich wusste doch, der ist da Wow. irgendwo. Oder? Das heißt, wir haben extra draußen gegessen, damit es halt nicht im Restaurant stinkt und die hat ihn da irgendwo beim Restaurant in die Mülltüte geschmissen. Oh, geil, super gut, sehr gut. Ja. Ja, aber wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, war ein schönes Ding, oder? Das Seminar? Ja, Ja. Mann. War Sehr cool. schön. Hat Spaß gemacht. Ja, okay. War wirklich cool, ja. Nächstes Mal War bin sehr ich auch dabei. cool. Und Steve hat auch gesagt, ja, komm, nächstes Mal kommt Ja. er. Versprochen. Nächstes Mal. Sehr gut. Jährlich machen, Torben, so als jährliche Veranstaltung. Aber wollen wir die Location wechseln oder immer Karlsruhe? Ich Ich meine, komme war nicht nach schon geil da, Süddeutschland, ne? Alter. Süddeutschland ist am Arsch der Welt. Macht das irgendwo zentraler, Alter. Ich glaube, Ja. zentraler wird es auch mehr Leute ziehen, auf jeden Ja, Fall. oder Ja, bei einem ich habe. Dorf in Hamburg oder so. ja, ich habe schon Paddy gesprochen wegen Legato, ob man es da vielleicht macht. Aber ich fand Ja. halt dieses Paket mit Hotel und Hotel-Gym, das war schon geil. Das war mega geil, ja, auf jeden Fall. Ja. Na gut. Aber es ist halt für die meisten Leute aus Deutschland, es ist halt sehr weit weg, ne? Naja, Das ist stimmt. halt das Problem. Ja, stimmt. Wir müssen nur überlegen. Ja, Also wenn du jetzt jetzt aus müsst ihr euch Berlin kommst vorstellen, oder ne? sowas, dann ist das schon richtig weit. Wir hatten eh nicht viele Zuschauer in Gummersbach, obwohl Gummersbach, ne, auch nochmal andere Bedingungen waren und alles frischer war. Einfach nur, weil wir hier ganz NRW hatten. Das war der Ja. Vorteil, ne? Ja. Das Ja. war der Standort auch ein Problem. Aber sonst war das einfach phänomenal, gar keine Frage. Ja. Ja. Also, was du gerade aufgefallen hast, war schon echt krass. So, Steve, hier, dann dich ein bisschen rein. Wie kann man als Netti, du bist ja Netti, deswegen frage ich dich, als Netti seine Libido erhöhen? Hormonwerte sind alle top. Oh. Jeden Oh, Tag eine wie andere kann. Frau. Ja, so, weiß ich nicht. Oh, Libido. Weiß nicht, da gibt Das es ja war aber. diese Gesundheitstabs, weiß ich, Macker nehmen oder ein bisschen, was weiß ich, so Tribulus oder, aber ich glaube, das ist alles auch Humbug. Einfluss. Es hört sich so langweilig an, aber Schlaf, Essen, Sport. Ja. PT141. Ja. Das zündet richtig, du Zink, nach. Zink, Zink.
Aber Zink Ach. und Magnesium auch. Aber natürlich Okay. musst du auch erstmal deine Ernährung und alles optimieren. Ich Ja, kann mir genau. vorstellen, jemand, der nur Scheiße frisst, der hat einfach nicht so eine gute Libido. Oder einer, der total fett ist. Also das heißt Ja, erstmal genau, schauen. Körperfett muss ja wenig, genau, sowas dafür muss wenig sein, ja. Ja, aber stimmt, das A und O ist schon gesundes, gesunde Vitalstoffe erstmal haben, alles. Ja. Das ist also A und O dann, ne? Und nicht die ganze Zeit Pornos schauen oder sowas. Steve? Nee? Ja, wer weiß, ne? Das sagst du mir. Nee, aber es stimmt ja auch ab. Erstmal Pornhub-Abo. Erstmal Abo kündigen. Ja. Wieso, was ist, wenn man Pornos guckt viel? Wenn man viel Pornos guckt, dann nicht. Dann... Einer stumpfst halt ein bisschen ab, würde ich sagen. Wenn du, was weiß ich, wenn du 5 Stunden am Tag Pornos schaust, dann hast du vielleicht nicht Fünf mehr. Stunden. Wow. Wenn du eine Stunde am Tag Pornos schaust, dann hast Ja, du genug. wenn ich 5 Stunden am Auch eine Tag ticke, Stunde, Alter. Ich hab noch geguckt, eine Alter. Stunde diesen Dreck an. Das stimmt, es gibt ja noch Menschen, die zur Arbeit müssen. Was? Was? Es gibt ja auch noch Menschen, die zur Arbeit müssen. Ja, aber So, was, wenn ich fünf Feierabendbeschäftigung, Stunden. was, Was machst du heute Feierabend? Ja, ich was, gucke mir erstmal eine Stunde ein paar Pornos an, Alter. was, wenn ich aber 5 Stunden Habt ihr am euch mal Tag so eine Sex habe? Vollversion Porno angeguckt? Erzähl mir was. So eine Vollversion? Eine, was Ganz. das? Was? Ganz oder was? Ja, erstmal Dwayne's Frage. Dwayne hat gerade gefragt, ob ihr schon mal so einen kompletten Film, so eine Vollversion angeguckt habt. Genau. Er schaut sich das an. Seid Ehrlich. ehrlich. Keiner. So, Steve, hast du aber noch eine Frage an Martin gehabt? Ja, was ist der Unterschied, ob ich gut. Martin mit seinen Kumpels, das wollte ich vor dir Abend machen. Ob ich. läuft da, Was? Fünf Stunden ich hab Pornos guckst? letztens. Ich habe letztens so ein, was letztens, schon länger her, so ein WhatsApp, so die mal weiterleiten, so ein Video gehabt, da war so ein, so Adams Family Porn war das. Und dann war da dieser Hand halt die ganze Zeit, da stelle ich mir gerade so Martin vor, ey Kumpel, lass mal Adams Family gucken. Und dann gucken die so 2, 3 Stunden so Adams Family an. Andere Frage, habt ihr schon mal mit einem Kerl zusammen, einfach mit einem Kumpel, ein Porno geguckt? Ja, Digga, aber ah, früher auch meine schon, auf jeden Fall. Junge, Ich glaube, wir waren das ist 10 Leute auf der Stube bei der Bundeswehr und da liefen Porno geil. und alle haben drauf gegeiert, Junge, natürlich. Wie die Geier, Junge, da stand ein Laptop, drumherum standen 10 Leute, 2 vom Stuhl und alle haben zugeguckt. Boah, Kost der Macht und bla. Junge, das waren die geilsten Tage bei der Bundeswehr, Alter. So, wo du dich auch nur bepisst hast. Du liegst da und denkst dir, was geht da ab? Und die schauen alle, wie eine Alte weggehauen wird. Alle die Ultimativ. Finger bei euch gelassen, ne? Alle die Finger bei uns gelassen. Na Ja, gut. das liegt aus, Mann. Das Kennt ihr dieses Spiel laute mit Atmen gehört dann in der Stube. dieses Spiel mit dem Keks, wo Was? der Vierer den Keks essen muss? Ja, das Das klingt erste ist was. American Pie, ist das oder wo? Keks wichsen oder was? Jetzt nicht mehr. Ja, Ja. genau. Okay. Habt ihr sowas mal gemacht? Nein. Nein? Nee. Nein? Du? Nein. Ja, Keks ja. wichsen? Ja. Alle Kennst du nicht? wichsen auf den Keks und müssen dann essen, oder wie? Ja, Eine alle Frau. wichsen auf den Keks und der als letztes kommt, muss den Keks essen. Boah, Leute. Da esse ich lieber diesen Fisch. Ja, ich wollte Aber gerade sagen, da hätte ich lieber Fisch drin, Alter. sowas. Auf jeden Alter. Fall. Warum da sowas von Martin wundert mich, Alter. Martin immer Erster. Martin war immer Erster. Er musste nie essen. Ja. Er war freiwillig letzter immer. Ich kann nicht, wenn andere gucken. In Wirklichkeit wollte Scheiße. Nee. Also ich habe das tatsächlich nie gemacht, mit einem Kumpel zusammen Porno geguckt. Mich auch nicht, ich auch nicht. Jetzt Das auf einmal. kann ich nicht. War das noch Ja? safe? Ich so als 12-, 13-Jährige, da haben wir nicht drauf geschleudert, aber so mal zusammen dann gekuriert, hier, guck mal, oh, da hast du es Ja, im okay, Internet ja. gefunden und jeder hat dann wieder eine krassere Seite noch gewusst. Lüge. Two Chicks, One Cup. Aber das ist ja kein Porno. So Girls One Ja, Cup. doch. Ja, doch, genau. Auf eine gewisse Art und Weise schon. Das ist kein Porno, Boah. Digga. Nee. Das Das ist eine ist angenehm, Eco-Challenge. sowas zu sehen. Es gibt Menschen, denen gefällt das. Digga, hör Jetzt, auf boah, damit, hör das auf, Leben. komm, Themawechsel, Alter, jetzt wird es zu eklig. Alle Ich habe wieder haben Bilder im Trauma Kopf, davon. Junge. Alle haben Trauma davon. Ich Ja, meine, das ist boah. schlimm. Schon allein, wenn diese Musik kommt. Ja, da kotze ich schon fast. Das verfolgt mich mein ganzes Leben. Ja, Mann. Boah, das ist krank. Alle entsetzt, Alter. Ja,
Ich bin ja von der Kickstory noch entsetzt. Da gibt es doch so, da gibt es Ja, doch die Kickstory ist so. auch hart. Kennt ihr diese Reactions auf Two Girls, One Cup? Ja, wo sie ihre Oma vorspielen oder sowas, Ja, ne? genau, so eine Tochter zeigt sich Ja. auch immer und so ist. Das ist Ex. lustig, ja. Guck mal, selbst Steve Wurde guckt er gerade angewidert. verstoßen. Ja. Selbst Steve mag das nicht mehr. Der guckt angewidert. Ich weiß nicht, was Two Chicks und One Cup ist, weiß ich gar nicht. Kenn ich Oh, nicht. warum mach mal an? Nein, Mann. War Bildschirmfreigabe. Alter, eigentlich müssten wir uns erstmal alle gleichzeitig anmachen, Splitscreen machen und alle gucken das gleichzeitig an und die Live-Reaktion von uns sechs filmen. Aber Gibt, es gibt Klicks ohne Ende, aber ja. nicht über den Splitscreen hier, weil Nein, das ist mein nein, Kanal, glaube nein, ich, nein, drin. nein, 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 jeder ja, guckt es auf oder, einem anderen ja, Gerät, oder, jeder guckt es auf einem anderen Gerät und wir, ja, man sieht nur oder. unsere Gesichter. Oder man macht mit Splitscreen ganz normal mit Freigabe, aber man verpixelt aber die eine Seite komplett. Und man sieht nur uns. Habe ich die Skills nicht. Das müssen wir Boah, jetzt mal bitte machen. nicht, Mann. Oh nein, ich Holt muss alle das euer nicht. Handy raus Shit. jetzt. Okay, ich will Kevin Leute, sehen. Ich will Kevin nicht sehen. jetzt. Wir machen das beim Shit Talk. Das passt doch. Ja, das Okay, passt. Einfach Machen wir beim Shit die Talk. Konstellation, die hier ist, und dann machen wir das bei mir, wenn ihr wollt. Wenn Torben das nicht machen Machen wir, möchte. machen wir. Und sag, ich So. verpixel das. Komm. Also, Mike, du lädst Seid uns ihr ein. alle dabei? Ich bin Ja, dabei. ich bin Ja, ich bin dabei. auch Kevin? dabei. Ja. Steve? Steve weiß Ich gar nicht, worum weiß es geht. ja nicht, was es ist. Ich weiß. Ich kenne nur Aber es ist Fake-Taxi. schlimm. Es ist wirklich schlimm. Es ist richtig Du schlimm. bist dabei, Steve. Du bist dabei, wenn du Ich nicht kenne weißt. nur Fake-Taxi. Das Das ist ist schlimm. gut. Das ist gut. Ist auch nicht schlecht. Du bist der Okay. Taxifahrer, Ja, Martin weiß gleich. Fake-Taxi. Das ist gut. Ja. Martin spielt Fake-Taxi in Tschechien immer. Ja, warte ich ja. Das musst du im realen Leben machen. Alright, okay. Ich gucke mal, ob irgendwas ist. Andere Frage. Schaut ihr die EM? Nope. Wann beginnt die denn? Nein. Diesen Monat, 14. glaube ich. Am Wann 14. startet die? 14. 14. Ich glaube am 14. Wenn Voll Polen ja. spielt, schaue ich. Also Wenn wenn die Polen. National, also wenn die Deutschen spielen, denke ich mal schon, werde ich mir das angucken wahrscheinlich. Ja, ich schaue mir es auch an, wenn die Deutschen spielen, aber ich kenne keinen Spieler mehr gefühlt. Nur noch Ja, Müller und. so geht es mir auch so ein bisschen, ja. Lutz Müller und Michael Ballack, Wollte ich gerade sagen, ne? spielt Michael Ballack noch? Oliver Kahn, Legende. Ja. Oliver Kahn, Jens beste Torwart. Nowotny, das waren Leute. Mario Basler, der ist gut. Jens Nowotny und Jens Jeremies noch auf der 6 oder was? Ja, Neville. genau. Wenn man was weiß. Ja, das Wir stimmt. Aber der war sind gut. alle 2006 hängen geblieben. Ja, Mann, ist so. Ja. Aber das war doch das geilste Fußballjahr, oder? Das war Ja, unfassbar. Mann. Das war geil, Also, ja. gefühlt Oh, ja. das hat jeder gelebt. Ich glaube, jeder war irgendwo beim Live-Public Viewing dabei. Also, das war brutal, Ja. oder? Ja, Ja, safe. als Jens Lehmann dann noch den Zettel rausgeholt hat und das Elfmeterschießen Ja, gegen gegen Argentinien Argentinien. gewonnen. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich kann mich Und noch an so ein Tor diese. von Philipp Lahm erinnern. Spielt dieser Asamoah noch? Ja, der spielt noch. Alter, das ist Das war ein über, das Spaß. war Das 10 Jahre war her, ein Junge. Spaß. Asamoah heißt jetzt Boa Bank und macht dann nochmal mit in Ey, Bullshit, Toronto. 20 Jahre, oder? Boah, Junge, es muss so lange her sein, ne? Boah, ja, fast Ich glaube, da 20 habe ich noch Jahre, Alter, Sticker 18 Jahre. gesammelt. Da muss ich noch Ja, so WM Sticker gesammelt 2002 war haben. das doch in Südkorea und Japan. Ja. Da sind wir Zweiter geworden, ne? Da hat uns Ronaldo da mit seinem Teppich da vorne, der hat uns da rausgeschossen im Finale. Stimmt. Alter, da war ich noch in der Grundschule, Oh, Mann. ja. Der Ronaldo war viel besser als der andere Ronaldo, der heute Ronaldo ist. Ja. Auch noch der richtige Ronaldo. Ja, Der weil der Ronaldo ist richtige. jetzt voll fett, ne? Ja. Ja, der war damals auch Ja. schon nicht schlank. Also der war schon. Ja, stimmt, der Ja. ist fett jetzt. Ja, genau, ich gesehen schon. Fette. Könnt ihr euch an diesen Skandal erinnern von Ronaldo mit dem hier, dass er irgendwie mit einer Transe im Hotelzimmer war und von ihr verprügelt worden ist? War es nicht Ronaldinho? Bitte? War es nicht Ronaldinho? Da gab es doch so Ich Skandale. glaube, es war Ronaldo. Ja. Vielleicht Ronaldinho, aber ich glaube, es war Ronaldo. Der wurde verprügelt von der, also weil er dann herausgefunden hat, dass er einen Pimmel hatte. Und dann war er sauer Ah und dann ja, wurde er stimmt. aber Ja, doch, da kann ich mich verprügelt. dran erinnern. Ja. 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 Das muss ärgerlich sein. Ja. Willst Das hat bestimmt den du Abend versaut, ne? eine Steve. alte willst du eine alte wegflanken und dann vermöbelt sie dich noch, Alter? Ja, ich hatte erstmal einen Pimmel, Alter. Fast erstmal zwischen die Beine hat den Pimmel. Eben. Und dann realisierst du, dass du eine halbe Stunde lang gerade einen Mann geküsst hast, ne? Und dann verprügelt worden bist von ihm.
Ja, genau. Und dann haut er dich noch weg. Geil. Steve und Mike, hattet ihr was mit, also nicht, hattet ihr was mit denen, aber habt ihr irgendwie Ladyboys kennengelernt in Thailand? Ja, Ja, angequatscht. was? Damals nicht, also mit Simandro damals sind wir keine entgegenkommen. Doch, wir wollten das aber sehen. Wir sind mit meiner Freundin in so eine Thai, also es gab mehrere so Bars und oder Bezirke, wo halt die ganzen Weiber da stehen oder halt die Ladyboys stehen. Und da sind wir halt einmal dann durchgegangen, einmal hin und zurück. Und denen ist es auch egal, ob du mit einer Freundin da bist oder nicht. Also es ist ein bisschen zurückhaltender, aber vielen ist es halt auch egal. Aber ich sag dir ganz ehrlich, mir ist eins aufgefallen, wie tolerant die Thailänder sind. Und der Taxifahrer, so die Tolerant. Älteren, tolerant, total. Der ältere Taxifahrer, der erzählt, oh, guck mal, die sind über Ladyboys und bla. Und der sagt, boah, manche sehen richtig gut aus und so, sagt, hat er mir so richtig stolz erzählt. So. Also die, hier weißt du, das wäre bei uns in Polen genauso, wäre so, boah, und die werden angerotzt auf der Straße oder weggetreten. Also bei uns in Polen ist es wirklich so, so richtig krass. Und da ist es den Leuten scheiße. Ich habe das Gefühl, in Thailand kann jeder sein, wie er möchte. Nur, so wie möchte gern Berlin, nur in Berlin hat jeder blaue Haare, ist ein Fuchs und da in Thailand juckt das halt einfach niemanden. So. Und da ist es halt einfach okay, dass jemand anders ist, dass er halt irgendwas anderes macht und da macht halt jeder sein Ding und da kann jeder das sein, was er möchte und da wird auch nicht geurteilt und das finde ich halt irgendwie cool. Weiß ich, mir hat das auch mega gefallen so. Weil Das ist Thailänder sind ja schön. sowieso so ein Volk, so ein ruhiges, eigentlich sehr, wie soll man sagen, immer nur glücklich so, oder siehst du, Ja, also, glücklich sind ja nur ohne Fleck. Scheiß. Ja, ohne Die haben Scheiß. nichts und Also geben sonst. alles. Ja, wir haben mit Torben ja geschrieben, die lächeln immer, Alter. Also es ist scheißegal, die hocken da und verdienen vielleicht 50 Cent für irgendwas Verkauftes und die freuen sich und lächeln und immer nett und immer zuvorkommt. Und der Wachmann, Genau. der ist bei 40 Grad, Alter, in der Sonne, begleitet die Leute über den Zebrastreifen und freut sich immer, gibt die Hand und also ich fand es mega cool. Schön. Ja, wie sagst Wir du, so, dass du zuvorkommt immer und so, ja. haben Sie dich da als Schwergewichtsbodybuilder wahrgenommen? alle gefeiert. Also Schön. nicht einen dummen Kommentar, die Fotos wollten die machen und im Gym da, wo Felix mich hingebracht hat, die Leute auch alle total nett, da sowieso. Also ich habe nichts Negatives, was mir dort aufgefallen ist. Ich habe meine Tupperdose mitgemacht, dann haben die mich angeguckt, haben gesehen, ja, der trainiert, dann haben die auch das gelassen, haben auch gar nichts mehr gesagt so. Und meine Waage da gehabt, es hat einfach niemanden interessiert. Oder wenn, dann waren die halt alle positiv. Und die Elefanten haben dich als Iris erkannt, nach dem Bein. Ja, da habe ich auch viel Hate kassiert, aber ist auch verständlich. Ja. Ja, Ah. weil ich finde halt gefangene Tiere auch nicht toll, aber wenn du halt ein Tier 1950 schon einsperrst, dann kannst du sich 2000 nach 50 Jahren freilassen, ne? Das überlebt halt dann gar nicht, ne? Und Ja. ist halt scheiße. Also wenn du tierlieb bist, dann nach so, in so Länderreisen wie Sri Lanka, gerade mit vielen Hunden und Ägypten, sage ich schon, Thailand, wo halt kleine Elefanten von so Billigpennern da festgeschnürt werden an den Füßen, an dem Pfeiler und so. Es tut halt im Herzen weh, ne? Ja, total. Okay, Leute, wir sind 2 Stunden jetzt dabei. Ich würde sagen, wir packen es Ja, ich muss hier. hier weg. Ja. Kevin, ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub. Ja, vielen Entspann Dank. schön. Ja, Ja, mach mach schönen Urlaub. Schönen mal Urlaub. Mach ein paar Storys, Alter. Mach mal so wenig Storys. Sag mal, wie es da aussieht, wie du trainierst und sowas. Ja, mache ich danach wieder auf jeden Fall. Der Nach Goldschirm Urlaub. da ist ja, ich war ja im Dezember noch da, zuletzt. Ah, Goldschirm cool. ist ja da nicht so geil eigentlich so. Also es geht so, aber es ist halt kein richtiges Goldschirm wie in Amerika, ne? Ja, ich Also wollte geht jetzt da auch halt. kein Hardcore-Training runterreißen, sondern einfach Ja. nur dreimal oder so ein bisschen durchpumpen, damit ich halt nicht nur rumgammel, weißt du. Ja, wir machen mal besoffen ein paar Stories. Das wird witzig. Ich werde nicht Ja, mehr machen besoffen, wir. Alter. Das klappt Genau. nicht. Wir werden beide, Jenny und ich, wir werden beide immer nur müde und wollen dann schlafen. Und das ist, macht überhaupt keinen Spaß, Alter. Wir haben das schon Okay. versucht. Leute, nächste Weihnachtsfeier, wissen, was wir vorhaben. Kevin Ja. besoffen machen. Okay. Okay. Ich schlafe nur ein, Alter. Martin, dir wünsche ich viel Erfolg noch in Spanien. Viel Danke Erfolg auch dir. an Selina, dass sie das Richtig. ordentlich abrockt. Richtig aus. Mike, dir viel Glück mit deiner Geschichte da, ne? Ja, danke schön. Dass das gut ausgeht. Wenn ich Dwayne, unehrenhaft entlassen werde, kann Mike, es sicher nur Monate komm dauern. doch auch nach Spanien, Mike. Mike, nach Spanien. Ich zahle das nicht selber. Wenn ich unehrenhaft entlassen werde, brauche ich das Geld und das muss ich zur Seite legen. Ich hab auch einen weiteren Grund, um mich in Amerika anschauen. Das ist viel, viel, viel teurer. Und wenn das wirklich passieren sollte,
Ich bin kein High-Verdiener im Bodybuilding. Ich muss mir noch alles selber ansparen und normal Geld verdienen. Das ist zu teuer. Es ist einfach Fakt. Ich muss auf mein Geld achten. Ich scheiße leider kein Geld aktuell. So, Also, Jungs, ich bin wenn, raus. Macht's ja, gut. mach's gut. Ja, ciao. Also, wenn ihr es Ciao. hier hört und sowieso demnächst mal irgendwie bei Climax oder so bestellen wollt, ne, denkt dran, wie der Mann da heißt. Wisst Bescheid. Dwayne, dir wünsche ich viel Erfolg, dass es mit deinen Coachings-Anfragen dann losgeht wieder, wenn das wieder klar geht. Und Danke sehr. Steve, dir natürlich, danke, dass du da warst, erstmal in erster Linie. Dir wünsche ich erstmal viel Erfolg, dass das WLAN bald wieder funktioniert. Und dann, dass es mit deiner Wettkampfvorbereitung auch einfach wirklich so gut klappt, wie du das vorstellst. Lass dir dann, nimm dir deine Zeit. Schön, dass du wieder am Eisen bist. Schön, dass du wieder Freude daran hast. Und wir sehen uns sowieso hier irgendwie, wenn wir uns über den Weg laufen. In dem Vielen Sinne, Dank. Danke, Jungs. ich wünsche noch einen schönen Abend. Danke fürs Reinschalten. Bildet euch Euch auch. breiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.